Wie geht's sozusagen los? Was kann man machen? Genau, das ist also, das ist alles jetzt schon im 9.0er Branch von der Development Collection drin. Man sieht es auch, dass hier schon eine ganze Reihe an Paketen sind quasi, die von, ne, also das sind alles Content Repository Pakete, also eine ganze Menge von. Ist also sehr viel besser strukturiert als, als bisher. Da wird sich noch ein bisschen was umbenennen, aber ich würde dann, ich zeige dann auch die wichtigsten. In dieser Development Collection im 9.0 Branch gibt es auch die Anleitung, wie man es installiert. Das ist hier, steht hier unten, ne, ganz oben, Read on Below, und dann gibt es hier irgendwo eine, also hier, genau. Hier, Event Source CA. So, und also man braucht dann jetzt PHP 8.1 und dann halt quasi diese, diese 9.0er Branch von der Development Distribution, und die zieht dann alles andere rein. Also das heißt, das ist eigentlich der normale Weg. Genau, und das ist so, dass dieses Package, also out of the box brauchen wir quasi eine Datenbank. Ich habe jetzt zum Entwickeln so gemacht, dass die Datenbank quasi mitgeliefert wird im per Docker Compose Setup in der in den Tests, also in dem Test Setup sozusagen. Da gibt es also einen Docker Compose File, wo dann MySQL und Postgres entsprechend drin liegen. Ich würde mal, soll ich auf hell mal wechseln? Seht ihr das besser vielleicht? Lässt sich dunkel. Ja, dann mache ich mal light. Ich glaube, das geht deutlich. So ist ganz gut, oder? So ist, also, sorry, ich wollte ein bisschen helle. So, genau, also es sind quasi MySQL und es ist momentan noch Postgres drin, damit es quasi alles out of the box läuft, weil wir ja gerade noch den Postgres-Treiber entwickeln, damit es quasi wirklich standardisiert ist für uns alle sozusagen. Genau. Was man also machen muss, ist sozusagen, man startet sozusagen dann den Container. Muss nochmal ein bisschen Config rüber kopieren und dann kann man anfangen mit Doctrine Migrations. Ich würde es mal zeigen, wie das passt, wie das geht quasi, also was man braucht zum Aufsetzen. Also ich droppe mal die Datenbank nochmal. So, drop. Yes, go. So, also Doctrine Migrate quasi, das kennen wir ja alle. Genau, wichtig ist, die Content Repository Packages sind quasi eigenständig. Das bedeutet, alles, was Content Repository ist, ist jetzt noch nicht erzeugt, sondern da gibt es ein extra Kommando. Das heißt, hier gibt es zwar noch Content Repository Tabellen, die sind aber nicht mehr genutzt. Also das, die fehlen noch in der Migration quasi, dass die wieder weggehauen werden, weil wir ja quasi in der Lage jetzt sind, seit dem neuen Release verschiedene Content Repository Instanzen zu instanzieren und jeweils mit einem eigenen Set an Tabellen. Also der Sinn ist quasi, dass wir zum Beispiel sagen könnten, wir können eine andere Content Repository Instanz für eine andere Site nehmen, mit anderen Sprachconstraints beispielsweise. Oder für die Assets eine andere CA, ein anderes CA als für den Rest, oder für Produktimporte ein anderes CA als für den Content, also dass wir diese Flexibilität quasi gewinnen. Deshalb gibt es ein neues Kommando, dieses Flow CR Setup. Ich mache mal das hier mit für die Postgres-Seite. Genau, also das ist sozusagen hier CR Setup. Mache ich da mal. So, und was wir dann kriegen, ist sozusagen hier alle Tabellen, die mit CR unterstrich beginnen für Content Repository, dann CR, dann der Content Repository Name, in dem Fall Default. Und dann haben wir quasi den Event Store da drin, das ist also die Eventliste quasi, ne? Das ist unser Event Store. Dann alles mit P sind Projektionen und dann gibt es quasi die entsprechenden Projektionen, die wir uns haben. Ist das Grundprinzip von Projektionen, habt ihr das vor Augen oder soll ich nochmal kurz ein Bild zeigen dazu? Ich habe andere Talks von dir gesehen. Okay. Ich bin aber gerade erst dazugekommen, deswegen gut. Bin ich mir ja, ist gut. Nur nicht sicher, wieso diese CRs jetzt nicht mit einem Doctrine Migrate erstellt werden. Weil du quasi mehrere Instanzen davon erlauben willst. Also wir wollen, du wirst halt später, oder unsere Annahme ist, dass du vielleicht für verschiedene Sites mit verschiedenen Sprachconfigs. Genau, ich zeige euch dann gleich, wo dieses Default gerade herkommt. Also das ist quasi eine Konfiguration, wie man neue sozusagen erstellt. Nee, logisch, klar. Ja. So, genau, Behead kann man halt auch einrichten, steht auch da. So, und dann mache ich jetzt einfach mal ein Site-Create quasi. Das ist so der erste Schritt. So, User-Create, damit wir einen Backend-User haben. Genau, und jetzt habe ich quasi schon mal hier eine Seite, die ist jetzt natürlich noch sehr plain quasi. Also ich gehe mal her. Aber Event-Source. Genau, aber ne, also die ist halt leer, die enthält halt nur eine Stadtseite quasi. Aber ist quasi Event-Source. So, warte mal. Ich muss jetzt mal kurz hier meinen Cache hier lernen, damit ich meinen Browser-Cache-Cookies lerne. Damit ich ein neues. So.
Genau. Und jetzt habe ich eigentlich ein vollwertiges NEOS, oder nicht eigentlich, ich habe ein vollwertiges NEOS, ich kann hier anfangen zu editieren. Das sollte sich eigentlich anfühlen wie ein normales System. Es ist ziemlich flott, also es geht ziemlich schnell, also es ist gefühlt sehr viel schneller als das alte. Weil wir quasi kein Doctrine ORM mehr nutzen, sondern alles auf Datenbankebene ist. Also das macht sich durchaus bemerkbar gefühlt. Genau, ich würde jetzt mal die Demo-Site importieren, weil da haben wir ein bisschen mehr Inhalte, da macht es ein bisschen mehr Spaß. Genau. Wie migriere ich eine bestehende Site? Ich habe quasi, da gibt es quasi einen Content Repository Migrate Befehl und dem gebe ich quasi an, was ist meine alte Datenbank und was sind meine alten Resources. Und damit fängt er quasi an, die alten Datenbanktabelle zu lesen und dann daraus das Neue zu machen. Also sozusagen die Migration von alt zu neu. Genau, fragt er mich jetzt hier, welche Site will er migrieren, was will er weghauen, soll er die Events weghauen. Und jetzt hat er quasi hier 300 Events erzeugt und importiert quasi von der Demo-Site, also aus der Struktur der alten Demo-Site quasi. Hat er Events erstellt? Ja, genau. Der liest quasi die alten Node-Data-Tabelle und erzeugt halt daraus Events, damit das halt dann passt. Also was ist das Minimale, was hätte passieren müssen? Genau. Ich merke schon die Tabelle. Was? Du benutzt nicht diese Event-Tabelle. Nee, weil die ist nie aussagekräftig genug quasi. Also es wird quasi aus der Node-Data-Tabelle gelesen. So. Ziemlich cool, dass ihr das geschafft habt, dass ihr aus diesem alten Events nutzt. Ja, ist gar nicht so kompliziert, also es geht eigentlich relativ gut. Ne? Liebling, es dauert gerade lange. An dem Sprechturm, wo du so sprichst, dass wir nicht so viele Schriftstellenfragen stellen können. Achso, doch, natürlich, immer. Aber inwiefern, wieso ist das relevant, dass der Resource-Part da übergeben wird? Ich habe schon von Bernhard gehört, dass Bilder in der Datenbank, irgendwie komme ich da noch nicht hinterher. Bilder sind in der Datenbank, das ist quasi, das haben wir jetzt nie angefasst, den Mechanismus, also es ist quasi, es stand jetzt so, aus Gründen, dass Bilder noch zusätzlich mal einen Pointer in der Datenbank haben, warum das so ist, müsste ich mal Robert hinschauen oder Carsten, die wissen das vielleicht noch, warum das damals so, oder was der Sinn davon war. Warum sozusagen auf Files nochmal eine Ressourcen nochmal eine Referenz in der Datenbank haben, also ein Ressource-Pointer sozusagen und eine Ressource-Metadatentabelle. Den haben wir doch gar nicht mehr. Haben wir gar nicht mehr? Nee, aber eine Ressource-Tabelle sozusagen. Persistent Resource. Ja, das ist halt die Ressource. Du musst ja nicht im Dateisystem liegen, du musst davon ja wissen können, auch wenn sie nicht im Dateisystem liegt. Genau, die Stimmt, ja. Ja. Okay, dann hat das damit nichts zu tun. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun, genau. Wenn man jetzt hingeht, sieht man, man hat wieder eine Demo-Site. Es gibt noch ein kleines Problem mit dem Routing, das ist ein kleiner Bug, dass sozusagen Slash noch nie korrekt aufgelöst wird, ich habe immer sozusagen den Default-Slug, ich muss sozusagen an den Default-Slug erstmal ran. Das ist quasi noch nie korrekt gehandelt, aber das kann ich dann nochmal, das wäre eben so eine kleine Sache, die man mal fixen könnte. Aber an sich kann man die Seite normal browsen, ich kann hier Sprachselektion machen und ihr seht, das geht irgendwie alles echt. Also ich finde es tatsächlich extrem snappy. Also die Seite ist natürlich auch nicht groß vom Content her, ne? Aber ja, lässt sich irgendwie gut mit arbeiten. Und das Backend kann man normal verwenden. So, und dann würde ich jetzt, ich bin gerade am Überlegen, was ich quasi jetzt dann zeige. Jetzt Backend kann ich halt eigentlich sollte alles normal funktionieren. Also es ist jetzt gerade mir nichts bekannt, was jetzt irgendwie kaputt wäre. Also kann natürlich immer sein, dass wir noch was entdecken. Es gibt recht viele Detailfeatures in NEOS, aber ich kann ja tatsächlich jetzt hier Bilder nehmen, croppen. Ich nehme vielleicht nie irgendwelche, sonst vielleicht irgendwelche Bilder, die hier so, ne? Kann die wirklich hochladen, nutzen, hab das. Also es fühlt sich alles, wie gesagt, recht snappy an. Ich würde mal zeigen, was so an Änderungen notwendig war im Rest des Systems, also erstmal aus Integratorensicht und dann kann man vielleicht mal hingucken, was so Richtung Core quasi schrittweise. NEOS. Victor schreibt, dass die Gespräche im Hintergrund zum Schleiß sind. Ah ja, okay. Einhänden leiser. Und die Mikrofon. Ich glaube, ich habe hier ein Mikro rumliegen, ne? Also hier ein Mikro, oder was meinst du? Na, weißt du, eins, wo du anstecken kannst. Achso, kann man probieren, also klar, why not? Ja. Genau, ich würde mal zeigen, was sozusagen der Diff ist zwischen dem, in der NEOS-Demo-Site sozusagen zwischen 8.2 und 9.0, das ist nämlich recht wenig. Und da sieht man ganz gut, was man so machen muss. Also, zum Ersten ist sozusagen ein bisschen Konfiguration sich geändert hat, und zwar, ich mache mal Split-View. Genau. So. Also im Wesentlichen die Art, wie man Content Repositories konfiguriert, ist quasi ein anderes.
Oh, das, achso, das ist ja noch ein Device, okay. Das kommst du einfach hier rein. Ah, fancy. So, wir gucken mal, ob ich hier noch mehr vertraten kann hier. Okay. So, John ist ja der Audiotechniker, Wireless Microphone. Oh Gott, das ist ja super fancy. Jetzt hören Sie mich nicht mehr, glaube ich. Schon an? John, nee. Der ist für die Gadgets, das, was der Christian macht. So, RX, aber irgendwo ist noch ein Test. Hörst du das schon? Nee, ist noch aus, oder? Wenn sie so, also das sieht anders aus, aber das, müsste es nicht leuchten oder so? Oder irgendwie? Ah, das ist ein Anschalter. Jetzt. Ja, Test. Ah, das ist ja okay, so. Ist besser jetzt? Also ich meine, du weißt, was das ist. Ich hoffe, es ist besser jetzt. Also weil ich will QuickTime jetzt auch noch mal kurz stoppen, dass das Recording hier. Ab oder bleibt er da? Ist grün. Also kann es sein, aha, jetzt ja, okay, ah, Test, ja, jetzt kommt es an, okay, ja, wir probieren es nochmal, so, sorry, gut, danke, gucken wir, ob das anbleibt, genau, also, genau, dieses hier, man kann einen Entry Identifier, des Nodes, man kann den nicht mehr 1:1 verwenden, sondern man muss wieder so einen Helper verwenden, hier, nimm einen Entry, bau einen Entry Identifier aus dem Node, also das ist so der Level an Änderungen, die so notwendig sind. Genau, und das war's. Also das heißt, das sind tatsächlich sehr, sehr wenige Änderungen am Fusion, die wir auch automatisiert über Code-Migration machen können werden. Noch nicht jetzt, aber das, also das wäre jetzt ein To-Do quasi, da erzähle ich keiner was zu. Und genau. Und ansonsten läuft also der Code einfach geradeaus weiter sozusagen. Also aus Sicht des Integrators ist eigentlich mit sehr wenig Arbeit zu rechnen erstmal. Genau, ich würde wahrscheinlich jetzt mal gucken, wie machen wir es am dümmsten. Genau, also ich zeige mal die Config, was man so macht sozusagen. Genau, also es ist so, es gibt zwei wichtige Pakete. Die wichtigsten sind eigentlich, ist eigentlich Core und Registry. Also Neos Content Repository Core ist das, was, ich sage mal, 80% der Logik enthält. Also eigentlich das, wo der meiste Teil der Logik passiert. Und das, der Witz ist dabei, das ist ein Paket, was kein Flow-Paket mehr ist. Also das ist quasi eine ganz normale Library, die auch in Symfony normal funktioniert. Also die kann man, oder in Plain PHP quasi, also kann man recht einfach instanzieren. Und die Registry ist quasi das, was dann das Flow-Paket ist, was also dann die Objects, YAML, die Classes und so weiter hat. Also was sozusagen die Registrierung in Flow und Neos entsprechend macht. So. Und die wichtigste Änderung ist eigentlich, dass wir nicht mehr verschiedene Content-Repository-Objekte haben, also wir haben halt verschiedene Content-Repositories, also mehrere, nicht mehr eins wie früher. Ne? Und das hat vor allem eine große Konsequenz, wenn ich zum Beispiel den Node-Type-Manager benötige im Core. Das heißt, weil früher konnte ich den mit einem Singleton injecten, ganz simpel sozusagen. Ne? Und heute muss ich das irgendwie anders machen. Das heißt, ich kann mal zeigen, wie man jetzt an den Node-Type-Manager kommt. Mal als Beispiel. Hier ist ein Beispiel. Also ich kann den mir nicht mehr injecten, sondern ich muss irgendwo, also ich muss sozusagen so eine ominöses, ich muss mir das Content Repository Registry injecten und dann kann ich mir sozusagen eine Content Repository Instanz holen
Und dieses Content Repository Objekt kann ich dann wiederum den Node-Type Manager fragen. Also ich habe immer diese Indirektion quasi, ich muss zum Content Repository Objekt gehen und dann, wenn ich das habe, kann ich mir den Node-Type Manager holen, kann mir die Projektion holen, kann mir Events abschicken, Commands abschicken, also neue Veränderungen machen. Also das ist eigentlich das zentrale Objekt quasi. Und die Registry ist also das Singleton, was ich mir injecten kann, und dann geht das sozusagen über diese eine Indirektion dann weiter. So, und das ist auch das zentrale Objekt, was ich mal zeigen will, weil das ist eigentlich, haben wir uns, glaube ich, echt viel Mühe gemacht. Es ist nämlich sehr klein, es sind noch hier ein paar Klassen. Genau, by the way, alle Klassen im Core sind mit entweder API oder AddInternal gekennzeichnet. Also das enforcen wir per PSTAN-Regeln mittlerweile. Also sprich, dass wir wirklich sehr sicher sind, was ist sozusagen public und was ist nicht public. Und es ist nur relativ, also es ist wirklich sehr bewusst, was da public ist und was nicht. So, was haben wir hier drin? Wir haben ja die Schreib- und die Leseseite, ne? Und die Schreibseite ist eigentlich, das ist eine Methode, das ist Handle. Also hier kann ich ein neues Command hinschicken und kann sagen, hier, ne, verarbeite mir dieses Kommando, also sprich, mach eine Änderung am System. Also ein Kommando kann alles sein, ne? Property ändern, was schreiben, neuen Node einfügen, Node verschieben, das sind alles Commands, ne? Also das ist irgendwie 20 Stück oder so, was ich da machen kann. Oder 25, also ein paar, aber die Liste ist auch relativ endlich. Also das ist, ja, genau. So. Die Commands haben auch eine Doku, die ich immer, wenn ich sie sehe, versuche zu verbessern. Es ist, also, ist noch nie überall vollständig, aber wir bemühen uns tatsächlich sehr viel Infos in diese Commands und in diese Doku reinzukriegen. Genau. Was kann ich hier noch machen? Dann kann ich sozusagen auf die Leseseite gehen. Das ist die Hauptmethode, ist hier diese Projection State Methode. Da kriege ich quasi für eine Projektion dann den Finder de facto, also für diese Methode. Also als Beispiel. Und es gibt ein paar Projektionen, die hat man immer wieder. Das ist der Content Graph, der Workspace Finder und der Content Stream Finder. Und das ist, das sind so Convenience Methoden quasi, ne? Und das ist einfach nur, damit die API halt typsicherer wird sozusagen. Also weil das sind die drei Finder, die brauche ich quasi ständig. Also das sind die Hauptmodelle, die ich habe. Also Content Graph entspricht quasi unserem alten Node Model, also nur halt viel cooler. Also mit Bernhards Graph Ideen sozusagen. Ne? Workspace Finder ist im Prinzip das Workspace Repository in neu quasi. Und Content Stream Finder ist noch so eine extra Indirektion, die wir brauchen in dem Workspace-Konzept. So, und was kann ich hier noch machen? Der Rest der, genau, den Node-Type-Manager kann ich mir darüber holen noch. Und der Rest der Logik ist eigentlich nur so Reset- und Setup-Logik. Also sprich, zum Beispiel, ich kann halt sagen, ich will, ne, ich will die Datenbanken anlegen, das ruft dieses Setup hier auf, was ich vorhin in der Kommandozeile gemacht habe. Und also wie auch immer das im Detail implementiert wird, das will ich gar nicht groß zeigen. Ich will bloß zeigen, das ist sozusagen der Einstiegspunkt, der die Datenbanktabellen erstellt und migriert sozusagen. Ich kann mir meine Projektion komplett zurücksetzen, entweder eine einzelne oder alle, und ich kann einen Catch-up triggern. Und ein Catch-up in der Projektion ist quasi das, was sozusagen meine Events, also was sozusagen mich zum aktuellen Stand der Zeit bringt quasi, ne? Also was sozusagen meine Lesemodell up-to-date macht quasi. So, und in welche Richtung wollen wir gehen? Also wir können jetzt entweder, kann ich ein bisschen über die Neos-Integration, also dieses Thema, wie komme ich auf so ein Content-Repository-Objekt, reden, das wäre die eine mögliche Richtung, oder wir können jetzt halt irgendeinen der Pfade mal ein Stück verfolgen. Wissen Sie, habt ihr auf irgendwas spezifische Präferenzen? Ich bin nur gerade noch raus, was war der Node-Type-Manager? War das der mit dem YAML-Ding? Oder? Ja, genau, also Node-Type-Manager ist sozusagen ist das Job zu verwissen, welche Node-Types gibt es denn im System. Aber das ist doch nicht spezifisch für das Content-Repository. YAML ist doch global. Ne, Moment, aber der liest ja nur Node-Type-YAMLs sozusagen. Also dass der YAML liest, ist ein Implementierungsdetail. Also der gibt ja halt Node-Type-Objekte zu. Genau. Achso. Und also momentan ist es so, der Weg ist sozusagen sehr kurz ab jetzt, dass wir auch zwei verschiedene Node-Type-Sets für verschiedene Sites zum Beispiel unterstützen. Ne? Das ist jetzt also nur noch deswegen hast du es gemacht, dass der Content-Repository, also dass man davon. Genau, also wir wollen eigentlich in der Lage sein, zum Beispiel für eine andere Site halt einen anderen Set von Node-Types zu unterstützen zum Beispiel. Ne? Und, genau. Ich weiß eben gerade, weil eigentlich ist das ja momentan noch nicht der Fall. Richtig, genau. Und das ist aber das ist sozusagen die Vorbereitung dafür. Ne? Wir müssen uns nochmal darauf einigen, wie machen wir die Namenskonvention und wie findet das alles und so. Aber erstmal, das ist nur grundsätzlich die Logik, dass das halt kann quasi, genau. Und genau, noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche, sonst irgendeinen Richtungswunsch? Bei der Site ist hier schon vorgesehen, dass unterschiedliche Sites in unterschiedlichen Datenbanken liegen können? Ja, genau.
Genau, das kann ich gerne zeigen. Genau, und zwar ist es so, also wir haben die Site Detection. Also es ist so, es gibt, genau, also ich, genau, wir sind in Neos jetzt gerade und es gibt hier ein ganzes Paket namens Frontend Routing. Das ist also alles, was sozusagen Routing fürs, ne, macht. Da ist der Event Source Truthpath Handler drin, also der alte, ne, was euch bekannt vorkommen wird, aber halt neu gemacht. Und auch, genau, Dimensionsauflösung und auch Site Detection. So, und hier gibt es irgendwo... Genau, ich bemühe mich immer sehr, naja, genau, eigentlich, du kannst eigentlich irgendeine Klasse aufmachen und da gibt es irgendwie entweder einen ausführlichen Kommentar oder es gibt einen Link zu einer Doku und hier, ich habe mir, also ich habe mir wirklich sehr bemüht, auch sehr viel Doku inline zu schreiben mit Bildern und allem. Genau, und hier ist eigentlich, hier wird quasi erklärt, wie ist das Vorgehensmodell. Also es ist so, wir haben quasi eine Middleware, hier diese Site Detection Middleware im HTTP-Prozess und da fällt quasi raus, was ist die aktuelle Site? Und welches ist das aktuelle Content Repository, was verwendet werden soll? Das ist also das, was diese Middleware entscheidet. Wie die das macht, kann ich dann gleich noch zeigen. Und dann haben wir den Root-Part-Handler und der resolved die Dimensions, also der findet aus der URL oder irgendwo heraus, ne, in welcher Sprache bin ich gerade. Und dann macht er das eigentliche Finden des Nodes anhand des Pfads quasi. Und am Ende kriege ich eine Node-Address raus, das ist also quasi die Information, dieser Node in dieser Sprache, gib mir. So, ganz simpel. Und in diesem Content Repository. Und alles mit Sternen sind quasi Erweiterungspunkte. Also ich kann diese Site-Detection-Middleware überschreiben, wenn ich will, oder ich kann den Dimension-Resolver umkonfigurieren, wenn ich will, oder einen neuen reinhängen. Ne? Das ist sozusagen der Fall für Multi. Also wenn ich das an diese Sites zu, müsste ich hier ran. Ne? Genau, kann ich mal zeigen. So, und diese Middleware ist recht, also die ist sehr wenig Code, also das ist alles. Was die quasi macht, standardmäßig, ist, die liest sozusagen aus dem Site-Repository diese alte Logik, also nach Domain sozusagen die entsprechende Site. Und dann holt sie sich von der Site-Konfiguration und dann nimmt sie, guckt sie, welches Content-Repository ist konfiguriert. So, und das ist jetzt neu, dieser Teil. Das heißt, man kann quasi jetzt, so, ich gucke, zeig das mal, Settings, da, hier. Also dieser Teil ist neu, dieser Sites-Teil hier in der Config von Neos. Und jetzt kann ich quasi Neos Demo, also hier gebe ich den Site-Node-Name an quasi und jetzt kann ich hier sagen, zum Beispiel Content Repository Custom oder so. Ich müsste es noch konfigurieren, also dass es auch wirklich existiert quasi, ne? Aber ich kann auf die Weise quasi steuern, in welches Content Repository guckt das System halt rein und liest es aus. Und genau, und das ganze Ergebnis wird dann in so ein Site Detection Result reingepackt. Das ist also sozusagen so ein kleines Value-Objekt oder DTO, wo sozusagen der Node-Name und das Repository-Identifier drinstehen. Und dieses Bündel wandert dann durch den Request durch sozusagen. Also das ist sozusagen, was an dem Request für alle Schritte weiter hinten im MVC-Stack oder so verfügbar ist sozusagen. Also diese Information wandert quasi weiter und ist quasi global verfügbar, weil, genau. So, und genau. Und ich überlege gerade, habe ich hier noch was zu erzählen? Tolle Grafiken, war auch dieses ASCII-Art-Ding. Ja, da, ich bin ein großer Fan, nennt sich MonoDraw, das Tool, kostet, weiß nicht, $10 oder so. Gibt es leider nur für Mac, aber kann ich sehr empfehlen, also ist mega. Ich erstmal Mac kaufen. Gibt es aber auch, genau. Ist sowieso zu empfehlen. So, ich überlege gerade, was noch gerade sinnvoll ist. Genau, ist auch die Rückrichtung erklärt und ja, diverse Sachen. Ich überlege gerade, was sinnvoll ist. Habt ihr irgendwie konkrete Fragen, oder? Du kannst noch kurz überlegen, diejenigen, die MonoDraw nutzen können oder wollen, der Herr Weiderlich wies mich mal hin auf ASCIIflow.com. ASCIIflow.com? Das ist halt auch Flow-Namen, der verklagt. Ah ja, 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 das sieht auch gut aus. Ja. Und ist halt plattformunabhängig. Ja. Kann auch Dinge. Ja. Danke. So, genau. Die, was ist noch interessant? Genau, ich würde vielleicht mal, also wir können ja mal Folgendes machen, wir machen erstmal einen lesenden Schritt sozusagen, also was passiert quasi beim Lesen meiner, wie wird eigentlich so ein Content gerendert, das ist vielleicht mal die erste Frage und dann können wir mal einer Veränderung hinterhergehen, also quasi wie passiert ein Change und wie geht das sozusagen durchs System, ich glaube das macht am meisten Sinn aus meiner Sicht. Sie können glaube ich noch nicht so viel, also ich normalerweise kann noch nicht so viel anregen, weil ja. Ich noch nicht so viel verstehe. Also, kannst du schon eine Frage formulieren, wo es hängt? Oder? Okay. Okay. Ich verstehe, aber ich muss noch mehr Überblick haben. Okay, gut. Also was ich immer total hilfreich finde, ist,
Sorry, ich habe hier, es war blöd, auf die eigenen Blogposts zu verweisen, aber wir haben hier, also, so, oder hier, genau. Also ich habe quasi immer dieses Modell im Kopf sozusagen, ne? Also wir haben quasi Commands auf der einen Seite, wir haben den Event Store und wir haben die Projektionen auf der anderen Seite sozusagen. Ja, nee, das okay, ja, ja, okay, gut, okay. Na, also das finde ich immer als Modell hilfreich und gerade diese Asynchronität sozusagen zwischen Schreib- und Leseseite, die muss man im Kopf haben. Also da muss man sich bewusst sein, das kann sein, ich schreibe was und ich lese es direkt danach und ich sehe noch nicht das Ergebnis. Also diese Asynchronität ist quasi der letzte Trick. Wichtig für die Vorstellung und gibt es diverse Wege, damit umzugehen. Genau, kann ich dir noch zeigen, weil da haben wir gute... Nee. Also ich kann das, also da gibt es, wie gesagt, gibt es recht intelligente Wege, ja, die das... Ich habe das gesehen bei Robert im Tor, dass er Time Sleep gemacht hat. Achso, ja, das machen wir nie. Also doch, kurz machen wir es auch, aber anders vielleicht. Als wir machen einfach Time Sleep kürzer. So, also ich zeige mal, wie quasi das Rendering passiert. Also Frontend Controller, also genau, Node Controller. Also generell ist es so, wir haben, es ist schon ganz viel... Also genau, ich gehe mal in die Show-Action. So. Ah, die Node ist ein String. Na genau, also was hier reinkommt, ist erstmal ist sozusagen der Pfad, ist die Node-Address als String sozusagen. Das ja. Ist das, was aus dem Routing rausfällt. Und jetzt hole ich mir jetzt hiermit sozusagen das Site-Detection-Result, was ich vorhin im MVC, also in der Middleware erstellt habe, also diese Informationen. Ich bin im Controller, da kann ich mir holen, welches Site bin ich gerade und welches Content-Repository bin ich sozusagen. Ne? Und dann kann ich zu der Registry wieder gehen und sagen, gib mir mal das aktuelle Content-Repository, was halt hierzu passt sozusagen. Ne? Das ist immer so dieser Zweischritt. Und jetzt habe ich das Content-Repository in der Hand und jetzt kann ich alles Mögliche von machen. So, und was früher haben wir immer nur in ein Node-Objekt gehabt. Mittlerweile haben wir, sag ich mal, pro Use-Case eigenständige Objekte. Also beispielsweise die Node-Address enthält nur die sichtbare Identität eines Nodes. Das bedeutet, die enthält quasi die Node-ID sozusagen, also den Node-Identifier, in welcher Dimension, also den Dimension Space Point, also Deutsch für einfache Sprache beispielsweise, und dann Content Stream und Workspace. Und ich weiß nicht, das ist super wichtig, dass man da ein klares Modell im Kopf hat. Soll ich da nochmal ein paar Worte zu sagen zu Content Stream und Workspace oder... Habt ihr das vor Augen? Weil sonst würde ich nochmal sagen, ich glaube, ich würde es nochmal sagen, ich glaube, das ist sinnvoll. So, also Content Stream und Workspace. So, ja, ich habe solche Aha-Effekte, die nach den Workshops immer irgendwann entstanden sind. Deshalb hier, genau. Habe ich das dann immer versucht, im Zugfahrt zurück irgendwie da Blogposts zu schreiben, damit ich mir das selber merken kann. Also. Aktuell ist es ja so, also im aktuellen Content Repository haben wir, von der Vorstellung ist es eigentlich ein bisschen wie Photoshop mit Layern. Ne? Wir haben sozusagen unsere Base, also wir haben eine große Node-Data-Tabelle, Stand jetzt, also in der alten Welt quasi. Kann die mal aufmachen, Neos 8.0. Node-Data, ne? da haben wir eine flache Liste sozusagen, ne? Nach Pfad. Und dann haben wir hier verschiedene Workspace-Informationen drin. Mal gucken, ist gerade... Hoffentlich, scheiße, ist gerade nur live drin. Also man müsste sich jetzt vorstellen, dass hier noch andere Workspaces zu finden sind. Und das ist quasi zur Laufzeit wird das drüber gelegt. Ne? Also das ist eine reine Sache zur Laufzeit. So funktioniert das Alte. Also es ist wie ein Photoshop-Layer zur Lesezeit. Fotografiere ich es von oben durch und habe sozusagen den gesamten Stand. In der neuen Welt ist es so, dass wir das alles zur Schreibzeit machen. Das heißt, zur Lesezeit gibt es quasi gibt es mehrere verschiedene Bäume. Nämlich einen für live, einen für User Sebastian, einen für, also ne, ich kann sozusagen den... Ich schränke den genau ein auf das, was ich will. Das sozusagen. Ist quasi schon gerendert. Sozusagen, also von der Vorstellung erstmal. Nicht ganz, also das ist nie ganz korrekt, was ich jetzt sage, aber es ist zumindest fürs mentale Modell erstmal hilfreich. Ist schlimm, als Techniker Sachen zu abstrahieren, weil man sofort weiß. So, und genau, und was jetzt quasi wichtig ist, ist die Frage, wie publiziert man jetzt eine Änderung? Ne? Im alten System haben wir einfach quasi Notes genommen und irgendwie runtergedrückt sozusagen, also irgendwie gehofft, dass das passt anhand des Pfades, mehr oder weniger. Ne? Und das ist immer sophisticateder und komplizierter geworden. In der neuen Welt ist es so, wir haben ja diese Events, wie jetzt hier zum Beispiel, ne? Note was created, property was modified. Und jetzt haben wir sozusagen so eine Art, das ist so ein bisschen Anleihen an Git, ne? Diese Idee, ich branche weg sozusagen, ich forke mir einen Content Stream und dann kann ich da Änderungen machen und dann kann ich das sozusagen zurückschieben. Ne? Und wenn das jetzt mein Live-Workspace ist sozusagen und das wäre mein User-Workspace hier rechts rum, dann würde ich jetzt hier sehen, hier darf ich einen Merge machen, weil hier ist nichts passiert dazwischen. Das heißt, diese Events kann ich einfach wieder anwenden und bin fertig. Ne? Und, so, und
also die Events, die müssen immer deterministisch also sein, dass die quasi immer wieder zum selben Ergebnis führen. Das heißt, alle Identifier und so sind da schon drin. Also von neuen Nodes ist da ein Identifier im Node da in dem Event drin und so weiter. Also es, die laufen immer deterministisch ab. Müssen sie und tun sie auch. Hoffentlich. Sieht so aus. So, und ne, wenn jetzt im Live-Workspace quasi was schiefgegangen ist, wie jetzt diese Modifikation, oder anders, also wenn da eine Änderung gewesen ist, dann kann ich hier nicht mehr genau entscheiden, ob es einen Konflikt gibt oder nicht. Ne? Also weil, das hängt jetzt von ab, habe ich jetzt eine Eigenschaft geändert, die ich hier auch geändert habe, dann hätte ich einen Konflikt, oder habe ich was ganz anderes gemacht, da hätte ich keinen Konflikt als Beispiel. Ne? Also das ist so, und was machen wir in dem Fall? Wird das hier dargestellt? Nee. Im Prinzip machen wir eine Art, wie bei Git, eine Art Rebase. Ne? Man nimmt quasi diese drei Sachen und zweigt hier neu ab und wendet sie nochmal an sozusagen. Und dann kann man wieder mergen. Also das ist so die Vorstellung, was wir quasi machen. So, und wenn, da wir das machen, haben wir jetzt das Problem, dass sozusagen der Workspace, also dieser, jetzt ist die Frage, was ist dieser Strich, den wir hier machen? Also wie nennt man dieses Konzept? Weil der Workspace ist ja quasi jetzt User Sebastian oder live. Und dieser Pfad sozusagen hier, das ist ein Content Stream. Also das ist sozusagen die Idee des Konzepts, das ist sozusagen die Indirektion. Es ist wie eine Art Branching-Pfad oder Commit-Pfad sozusagen durch mein Git gewissermaßen. Ne? Und der Workspace ist quasi nur ein Pointer auf diesen Content Stream sozusagen. Also das ist eine Indirektion mehr. Und der Witz dabei ist, ich kann sozusagen von außen immer sagen, ja, ich will den Workspace User Sebastian haben. Und dann kann das System intern nachgucken, ja, was ist gerade der Content Stream, der dahinter geht quasi, also der dahinter liegt sozusagen. Ne? Und ich habe sozusagen, wenn ich so ein Rebase mache, dann habe ich dann zwei Content Streams, nämlich den alten, den potenziell fehlerhaften und den neuen. Ne? Und ich habe die beide in der Hand und ich kann quasi auch, ich kann die beide auch analysieren und quasi auch angucken und vergleichen und solche Dinge irgendwann mal machen, wenn ich will. So, und genau. Und auf so einem Content Stream wird quasi immer nur additiv was dazu ergänzt. Ne? Das ist sozusagen rein dazu schreibend sozusagen. So, und das heißt quasi, wenn man jetzt sich in so eine Datenbanktabelle anguckt, ne, in so eine Workspace-Tabelle, achso, ja genau, Workspace, da, dann, ne, dann seht ihr hier Workspace Live und hier gibt es dann diesen Current Content Stream ID, 4941 irgendwas. Ne? Und das ist quasi das ist sozusagen der interne Identifier von diesem Pfad, der gerade aktiv ist. Ne? Und der ändert sich dann über die Zeit für meinen User-Workspace, wenn so ein Rebase passiert ist zum Beispiel. Also dann wird das ein anderer, dann steht da nicht mehr BB irgendwas, sondern was ganz anderes drin sozusagen. Ich glaube, ich habe ein komplett falsches Verständnis von den Projekten gehabt. Ich dachte, in diesem Fall würden da alle Sachen halt fertig gerendert sein in der Tabelle, aber es ist nur die nee. ID, die da drin steht. Naja, genau, also die Nodes, genau, weil wir wollen, also... Nee, genau, ja. Also in dem Fall, also ne, es sind ja verschiedene Projektionen und die spielen halt zusammen auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Das ist, also was auch noch so ist, man kann nie 1:1 sagen, immer eine Tabelle ist eine Projektion, weil zum Beispiel die Graph-Projektion, das sind mehrere Tabellen, nämlich die vier, genau. Also es ist manchmal auch nicht one-on-one, sondern die sind quasi, manchmal ist eine Projektion auch für mehrere diese Tabellen verantwortlich und updatet die quasi in Sync sozusagen, konsistent. So, also wo waren wir stehen geblieben? Content Streams. Ich muss mal kurz... Tatsächlich, so. Auch in der Hinsicht, geht wieder sehr ähnlich. Weil wenn du einen neuen Branch machst, was passiert? In .git/refs/ entsteht eine neue Datei, die heißt wieder ein Branch und da drin steht eine User-ID drin oder ein Chavon drin. Genau. Der zeigt halt auf einen Zustand. Genau. Dieser Zustand, der ist, ob der jetzt in der Projektion Dateisystem da ist oder nicht, ist erstmal eine andere Projektion. Aber die Projektion mit den Branches, das ist halt nur diese Dateien, die zeigen irgendwo hin. Genau, also es ist ähnlich, nie ganz exakt gleich, aber ziemlich ähnlich. Genau. Und diese Node-Address, da sind wir ja vorgekommen, ne, das ist sozusagen, das ist einfach nur die Adressinformation. Das ist sozusagen nur die Information, ne, welchen Node will ich sehen, also welchen Identifier, in welchem Dimension Space Point und welchem Content Stream Identifier. Und Node Aggregate ID ist quasi Node ID. Also die alte Node ID ist halt, ne, die ID des gesamten, also über alle Sprachen hinweg konsistente Identifier. Ne, also sozusagen der Identifier des Nodes, das ist, in welcher Sprache bin ich, will ich das sehen, und das ist sozusagen, in welchem Workspace will ich das sehen. Ne? Also ich muss den Content Stream angeben, aber eigentlich aus User-Sicht denke ich immer aus Workspace, vom Workspace heraus. Und das ist ein Dreitupel an Informationen, das sehen wir, werden wir ständig sehen, weil das ist quasi, das ist mein Identifier quasi, den ich immer wieder verwende für jede lesende Operation de facto. So. Und genau.
Und was mache ich also da so? Ich baue mir jetzt so eine, also genau, ich brauche so eine Node-Address sozusagen aus diesem String. Das ist eine Art Serialisierung, die da passiert, also von diesem String hin zu dieser Node-Address, eine Deserialisierung quasi. Und ich muss mir jetzt eine Node-Address-Factory erstmal bauen, die zu dem Content-Repository passt und dann kann ich sagen, konvertieren wir mal diesen URI-String zurück sozusagen. Und genau, dann brauche ich noch Visibility-Constraints, können wir kurz skippen. So, und jetzt geht es eigentlich los. Jetzt habe ich ja, also die vom lesenden Modell her ist sozusagen, die wichtigste Projektion ist der Content-Graph und davon, also da gibt es zwei Ebenen. Es gibt quasi den Content-Graphen und dann gibt es den Sub-Graphen. Und was ist das? Der Content-Graph ist quasi, oder anders, der Sub-Graph ist noch leichter zu verstehen, das ist eigentlich der Tree. Also der Sub-Graph entspricht ziemlich genau, ich sag mal, dem Tree, den wir im Backend zum Beispiel sehen. Das ist also die Ansicht unseres Content-Repositories in einem Content-Stream, in einem Dimension-Space-Point und das war's. Also und Visibility-Constraints. Also genau, also, also quasi in einer Sprache, also es ist ein Baum de facto. Es ist trotzdem heißt es Subgraph, weil der Baum auch verschiedene Wurzelknoten haben kann. Deshalb ist es rein technisch kein ganz strenger Baum, sondern halt Subgraph. Genau, genau. Aber so von der Vorstellung ist es eigentlich erstmal hauptsächlich diese Struktur sozusagen. Das ist der Subgraph. So, und der Content Graph ist sozusagen, das ist ein Singleton, also das ist jetzt sozusagen, das ist die Summe aller Graphen quasi. Also sprich, das ist sozusagen, ne, ich stelle mir das mal so vor, dass ich, wenn ich alle Kanten, die deutsch wären, rot sind und alle Kanten, die englisch sind, blau sind, also sowas zum Beispiel, ne, genau, dann, ne, dann ist sozusagen der Content Graph die Gesamtmenge von allen sozusagen, ne, und also von all diesen Kanten und Knoten quasi, ne, und schon mal kleiner Spoiler, was wir im Hintergrund machen, um das zu speichern, ist quasi so ein, also es wäre ja sehr teuer, wenn wir quasi immer bei jeder Operation quasi immer die Nodes immer komplett kopieren würden. Das heißt, was wir quasi machen, ist so eine Art Copy-on-Write-System. Also wir, die Nodes, die Daten enthalten, also die Knoten dieses Graphen, die werden sozusagen mehrfach referenziert von allen möglichen Dimensions, Workspaces und sonstigen Kombinationen. Und erst wenn ich anfange, den zu schreiben, dann guckt das System quasi nach, ne, gibt es mehrere eingehende Kanten und wenn ja, mache ich erst eine Kopie und dann verändere ich das. Das ist aber eine rein interne Projektionslogik, das sieht man von außen nicht. Das ist sozusagen eine Optimierung in der Projektion. Ne? Also das ist aber nur so für die Vorstellung, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Aber deshalb ist sozusagen der Content Graph, sagt quasi, ich will für dieses eine Content Repository diese gesamte Graph-Ansicht kriegen und dann hole ich mir den Subgraph für diesen Content Stream und diesen Dimension. Und auf dem Subgraph findet ihr alle Methoden, die ihr kennt, also sowas wie Find Node by ID zum Beispiel. Oder Find Parent Node oder Find Child Nodes oder also alle möglichen Traversierungsoperationen quasi. Ne? Und das ist eine wichtige Änderung aus User-Sicht. Früher war das so, dass ich auf dem Node-Objekt das selber gemacht habe, also dass das Node-Objekt selber traversieren konnte quasi. Genau, da haben wir uns dann nach langem Hin und Her letztendlich dagegen entschieden, aus verschiedensten Gründen, aber genau, und das ist jetzt eigentlich, hier sind wir jetzt letztendlich rausgekommen, also wir trennen quasi die Node-Daten selber von diesen Traversierungsoperationen und das passiert also alles in diesem Subgraph sozusagen. Ne? Und genau, was hier rauskommt, ist immer ein Node-Objekt zum Beispiel. Wichtig, Node-Objekt ist kein Interface mehr, das ist mittlerweile final, da haben wir lange diskutiert und überlegt, aber also Node ist eine final Class, die kann man nicht mehr erweitern, die ist fix, so wie sie ist. Die hat auch ganz viele einfach nur Public-Read-Only-Properties, also die ist auch nicht mehr groß, also seht ihr, die besteht aus vier Methoden und einem Konstruktor. Die ist immutable, also man kann sie nicht verändern, also es ist wirklich ein Value-Object, was ich beliebig durch die Gegend legen kann, von A nach B nach C. Und da sind die Identitätseigenschaften drin, die wir schon kennen. Da ist der Node-Type drin sozusagen, also was ist das für ein Node und dann sind die Properties da drin, ja, und also das war es eigentlich, ne? So, und ich hätte kurz eine Frage, kann man sich auch Fake-Nodes erstellen, die es nicht gibt? Was heißt nicht gibt? Also ich habe zum Beispiel immer eine Use Case gehabt, ich wollte eine Node erstellen, also es gibt eine Node, die hat eine Property, ja, aber ich habe jetzt eine Property, die ich updaten möchte für Fusion, also gebe ich Fusion eine Node, diese Property schon anders hat, aber die möchte ich ja nicht persisten in dem Moment. Also, da haben wir lange... Kannst du machen. Also, du kannst einfach sagen,
aus dem Helper sagst, der baut halt eine neue Node. Du musst halt das in den Konstruktor reingeben und fertig. Genau. Das ist ja nicht so wie früher, dass du ein Node-Data-Objekt noch bauen musstest, genau, Content-Context injecten und so weiter und so fort, sondern du brauchst einfach nur die Properties rein. Genau. Ich kann ja aber die Properties ändern. Genau, das ist ein reines Read-Model, du kannst es ja auch gar nicht persistieren. Also wichtig, genau, Property Collection, das ist ein Interface. Ja, stimmt, hat sich ja erklärt. Ne, also wie die Properties gespeichert werden, das kann ich sozusagen frei definieren. Ne? Also das ist sozusagen die Variable, die ich habe. Ne? Also das ist halt das Implementation Array Access und Iterator Aggregate und genau. Und wir sind da sehr strikt. Also im Sinne von, das Ding gibt mir quasi schon, also das Ding ist quasi das Interface für schon die typisierten Werte. Und dann kann ich mir noch die Serialized Property Values holen. Das ist quasi so, wie es in der Datenbank steht. Also sprich, wir haben ja, ne, wenn ich Images zum Beispiel habe, ne, dann ist, wenn ich jetzt hierauf das Image zugreife, dann kriege ich schon ein Image-Objekt zurück, also ein fertig zurückkonvertiertes Objekt. Und wenn ich auf dem Serialized-Objekt dann ein Value zurückkriege, dann kriege ich nur irgendwie ein Simple-Value-Type und ein Type. Also da kriege ich quasi die Rohdaten, wie sie im CR stehen quasi. Ne? Und, ja, also alles außer Objekt quasi. Ne? Also das ist sozusagen wirklich nur diese Plain-Werte, genau. Und das Ganze ist extrem typsicher. Also es ist so gebaut, dass man quasi hier auch wirklich, also ne, Also es gibt kein Array in dem ganzen APIs, das ist alles typisierte Value Objects, auch für alle Collections zum Beispiel. Genau, einfach damit da möglichst wenig schief gehen kann und dass das möglichst klar ist. So, wir waren jetzt stehen geblieben im Frontend-Controller, da waren wir noch, sind wir von abgebrochen. Genau, also jetzt habe ich diese Node-Instanz, ne, und jetzt kann ich grundsätzlich anfangen und kann sagen, diese Node-Instanz möchte ich jetzt mal rendern. Und die gebe ich jetzt hier dem View halt sozusagen und ich sag mal, das war's eigentlich. Ne? Und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über Flow Query Children aufrufe, mal als Beispiel, Children Operation in Flow Query, ne, das wäre jetzt quasi, ne, der User macht qNode.children beispielsweise, dann passiert jetzt hier wieder so ein Ping-Pong. Ich hole mir die Content Repository Registry für ein, also ich hole mir sozusagen den Subgraph für einen Node, und weil das so häufig vorkommt, hat quasi die Registry eine Methode, das direkt zu machen. Also das, ne, das ist sozusagen, das ist nur ein Shortcut für hol mir den richtigen Content Repository, hol mir den Subgraph mit diesen Variablen sozusagen, also die zu diesem Node gehören. Und ne, deshalb kann ich quasi auf dem Subgraph direkt Find Child Nodes aufrufen. Also früher stand hier quasi Node Get Child Nodes, ne, also in der alten Welt, und jetzt geht es quasi so. Hier sind noch viele Details reingeflossen, über die jetzt auf den ersten Blick sehr unscheinbar sind. Also wir haben extrem viel über weitere Parameter hier diskutiert. Deshalb, mittlerweile ist es aber alles so, dass die noch zusätzlich zu den Hauptparametern noch so ein Filterobjekt bekommen quasi, wo man halt das zusätzlich noch einschränken kann. Zum Beispiel Find Child Nodes kann ich halt noch sagen, kann auch ein Limit und Offset angeben und auch irgendwelche Node-Type-Constraints für eine Einschränkung, was ich kriege. Und das ist alles, also wir haben sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie man das halt so baut, dass es quasi auch rückwärtskompatibel updatebar ist, dass wir quasi hier neue Features einbauen können, ohne dass sich die APIs ständig ändern. Welches beispielsweise. Ist es richtig, so. Ist es aber genau dieselbe API auch wie bei Node, Traversable Node. Sehr, sehr, sehr nah. Ja, sehr, ja, also ist sehr nah an Traversable Node. Ja, ja, ja. Das ist, genau, also von der Funktionalität ändert sich quasi nichts. Also das ist, kann man den Node-Types-Filter, hat man da immer noch diese komische Node-Types-Filter? Naja, da gibt es ein Node-Type-Constraints-Objekt quasi, und das hat quasi einen Factory, das steht hier alles drin, genau. Also genau, und also du hast quasi ein... Genau, das ist dasselbe, was Bernhard das Firma nutzt, oder? Naja, also from filter string ist sozusagen die alte, das ist sozusagen die alte Logik, ne? Also hier, das ist... Genau, das so. Ist... Also genau. Also nee, aber diesmal ist das Static. Ja, nee, das ist cool, weil das vorher muss man immer so eine Node-Type-Constraint... Nee, genau, nee, das ist einfacher, ist genau. Das ist ziemlich simpel, ist DTO. Ja. Nee, das macht es einfacher. Das wo haben wir stehen geblieben? Genau, also so passiert quasi das Rendering. Ne? Das heißt, also auch diese Nodes sind wieder komplett disconnected von dem Rest, außer die Identitätseigenschaften. Also das, die haben halt auch wieder, ne? Also die wissen halt auch wieder, ich gehöre zu einem bestimmten Content Graph, zu einem bestimmten CR und so weiter und kann deshalb Kinder, Parents, was auch immer anfragen, aber es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip quasi. Ne? Und das ändert sich quasi auch an diesem ganzen Zusammenstecken, ne? Dass sozusagen der Node ist ein reines DTO und ich habe immer wieder diesen Umweg über den Access sozusagen, um dann den Iterationsschritt zu machen. Dementsprechend einfacher ist es halt auch, wenn du eine Node mal in einem Testcase oder so benutzen willst. Ne? Genau. Was weiß ich, will jetzt Integration testen, schmeißt die Node da irgendwie in Fusion Runtime oder in Factory oder sonst irgendwo rein
Das so. Ist ja bisher ein ziemlicher Krampf, ja. Weil du musst da irgendwie... Also, irgendwie Fake-Implementierung... Genau, entweder das, oder du machst jetzt so eine Dummy-Node-Implementierung, die das Node-Interface implementiert und immer sämtliche Methoden null-return oder keine Ahnung. Ja. Und das ist halt jetzt viel einfacher, weil das Ding kann ja gar nichts setten, nichts schreiben, kann nicht persistiert werden, was ein reines Read-Model ist. Das heißt, du kannst einfach einen New-Operator benutzen, dann hast du halt neues Objekt für Spaß. Aber wenn Flow Query dann versucht, da Sachen zu tun, was zu fetchen, indem er die Identity holt, die wir aber hier nicht wirklich übergeben haben, weil das alles nur Kauderwelsch war, dann gibt es natürlich ein bisschen Ärger, wenn dann Flow Query... Genau, also wenn du dann Flow Query Get Child Nodes aufrufst, ja, dann wird er dir auch sagen, ja, gibt keinen. Ja, wenn du Parent Node aufrufst, dann entweder fliegt ein Fehler oder sagt, es gibt keinen. Das ist ja auch sowieso verboten, Flow Query zu nutzen. Genau. Ja. Aber auch wenn du den Subgraph dann befragst und sagst, hier, gib mir mal zu der Node Parent Shield und Reference und so weiter, wird er halt meistens mit Null antworten, weil der kennt das Ding ja gar nicht. Genau, und ne, wir haben jetzt quasi diesen Query-File gerade gezeigt. Ne? Also dieses, wie greifen wir auf eine bestimmte Projektion zu als Beispiel. Ne? Und wie gesagt, also ich sag mal, 80% ist eigentlich mit der Graph-Projektion. Also der Rest sind nur ein paar Sonderfälle, wo man nochmal die anderen Projektionen benötigt, aber 80% der Use Cases ist so das Standard-Navigieren und so ist eigentlich alles Graph-Projection und das ist the one. So, ich will jetzt nochmal auf die Command-Seite und Schreibseite mal gehen, oder? Und zwar einfach mal, ich ändere meine Property, das ist mal ein recht einfacher Fall erstmal. Also ich schreibe hier was hin, sage hier, kann man schlecht lesen. Wir haben jetzt nicht gelöst mit dem T-Bounce oder nicht. Ist das jetzt jedes Mal ein Event bei CK? Ja, ja. Für alle 3 Sekunden, Millisekunden. Nein, das ist ja mit der UI gedebounced, aber ja, ansonsten schon erstmal. Genau, kann ich gleich zeigen. So, also ich würde kurz mal, also set node properties, genau, ich gehe jetzt quasi von dem Command mal rückwärts, wo wird es genutzt und dann sehen wir, das wird jetzt, also am Ende des Tages gibt es, genau, und vielleicht nochmal kurz zur Struktur, also wir sind jetzt quasi in Content Repository Core, ja, und dort gibt es, da sind eigentlich die End-User-Funktionalitäten sind in so einem Ordner namens Feature sortiert und zwar nach Use Case. Ne? Also das sind wir jetzt quasi in hier Property, Promise Node Modification, ne? Genau. Und dann ist es immer dieselbe Struktur. Wir haben quasi Commands, wir haben Events und wir haben gegebenenfalls noch DTOs, also das sind auch extra Value Objects, die ich benötige, um die Commands oder Events irgendwie sinnvoll zu befüllen sozusagen. Und dann gibt es noch sozusagen manchmal noch Implementierungstraits, aber das ist sozusagen, kommen wir dann auch dazu, wie das passiert. Also egal, also, ne, also wichtig ist, die Commands sind immer nach so Gruppenfeatures gebündelt und ihr seht schon, hier gibt es einen Unterschied zwischen SetNodeProperties und SetSerializedNodeProperties und hier wird es auch beschrieben, also ich rufe als User eigentlich immer SetNodeProperties auf und das Erste, was das Ding macht, ist, es konvertiert das in SetSerializedNodeProperties, indem es halt diesen Konvertierer aufruft, also was zum Beispiel aus einem Image-Objekt halt plain JSON sozusagen macht, als Beispiel. Serialized ist auch internal, ne? Nee, Serialized ist auch nie verboten aus meiner Sicht. Das ist auch Public API, weil diese interne Struktur ist ja eh fix sozusagen und wird gespeichert und alles. Ne? Ja, aus TypeSet. Genau. So, und also das Ding wird quasi in der UI verwendet. Das ist jetzt hässlicher Code, weil sozusagen Neos UI, hier gibt es, ne, das ist halt hier dieses ganze Apply und also hässlich. Das ist unsere Corruption Layer. Das ist sozusagen UI, ne, die alte Logik, da, also in der UI haben wir versucht, nie so viel zu ändern. Und was passiert hier quasi? Wir haben wieder so ein Content Repository Instanz und dann rufen wir diese Handle-Funktion auf. Und dann sagen wir halt, hey, wir möchten Node Properties setzen. Und Subject ist jetzt unser Node aus der lesenden Seite, also ne, weil die UI Stand jetzt uns halt einen gesamten Node gibt und quasi nicht nur diese Node, nicht nur diese, die Node-Address. Das würde eigentlich reichen, ne? Aber die UI gibt uns eigentlich viel zu viel Stand jetzt. Das könnte man dann mal schrittweise refactoren, dass die UI halt dann nur noch mit den Adressen arbeitet auf der Schreibseite. Aber wie gesagt, in der UI war das Ziel eigentlich, möglichst wenig Codeänderungen erstmal zu machen, damit wir halt also zu einem Release kommen. Könnte die UI auch einfach das komplette Command JSON serialized. Genau, irgendwann würde man wahrscheinlich in der UI sozusagen direkt die Commands erstellen im JavaScript-Code vielleicht und dann halt die direkt zum Server schicken zum Beispiel. Ne? Also das würde man sich wahrscheinlich sparen. Und ne, deshalb haben wir jetzt quasi hier das, ne, wir lesen aus dem Node dann den Content Stream aus, den Node Aggregate, den Dimension Space Point für diesen Node. Und halt, welche Werte will ich schreiben? Und die UI tickt halt so, dass es jede Wert einzeln schreibt. Das ist halt ein bisschen ineffizient, aber ne, ich könnte hier auch mehrere angeben quasi. Ne, hier mehrere Werte auf einen Schlag schreiben. Und welcher User, das gut, kann ich ignorieren, kann man erstmal ignorieren. So, und jetzt kriege ich, das ist interessant, ich kriege so ein Command Result.
Und dieses Command Result hat eine Funktion namens Block. Und das sorgt quasi dafür, so lange zu warten, bis diese Änderung auf der lesenden Seite angekommen ist. Naja, nee, also ja, jein. Also ja, das blockt hier in 50 Millisekunden Intervallen, aber das liest quasi, also das liest sozusagen, also wir wissen ja immer, wie weit ist eine Projektion fortgeschritten. Also jede Projektion weiß in dieser Checkpoints-Tabelle, merkt sich quasi, also anders, die Events haben eine Reihenfolge, ne? Das ist diese Sequence Number, sieht man hier, von 1 bis 300 irgendwas. So. Und wenn jetzt, also hier wird in dieses Events-Tabelle reingeschrieben, das ist in der Datenbank-Transaktion. So, und jetzt dann sage ich quasi Projection Catch-up, also bitte aktualisiere dich mal sozusagen. Ne? Und dann guckt die Projektion, guckt quasi, was ist hier die höchste Zahl hier drin und ist das neuer als das, was in meinem eigenen Checkpoint steht, also als diese Zahl zum Beispiel. Und dann weiß sie halt, okay, ich muss jetzt diese 5 Events oder 3 Events oder 20 Events applyen sozusagen, ne? Und das ist sozusagen der andere Teil. Und dieses Blocking liest in schnellen Intervallen diese Zahl, bis die sozusagen up-to-date ist. Also wir sind sozusagen sicher, dass das auch wirklich passiert ist an dem Punkt. Also haben wir auch relativ, es ist auch die dritte Iteration des Mechanismus, aber genau, da haben wir relativ viel dran rumgedreht, wie das funktionieren sollte. Es ist aber auch bestimmt kompliziert, wenn das dann mit mehreren Leuten gleichzeitig, die dann... Nee, eigentlich nee, weil der Witz ist, also das muss uns ganz bewusst sein, ne? Also das System ist nicht komplett konsistent, weil komplett konsistent würde bedeuten, also immediately consistent würde bedeuten, es ist sozusagen für alle immer komplett eindeutig sichtbar. Das ist aber gar nicht, was wir benötigen. Es reicht ja völlig zu, wenn es sich für mich so anfühlt, wie es wäre konsistent. Also sprich, ich sage jetzt mal, ne, wenn ich was abschicke, dann reicht es, wenn sozusagen ich warte, bis meine Änderung angekommen ist und wenn Anke parallel was macht, dann muss ich ihre Änderung noch gar nicht sehen, weil ich weiß ja noch gar nichts von ihren Änderungen potenziell, ne? Und man darf nicht vergessen, wir sind in den meisten Fällen aus User-Sicht eigentlich fast immer in einem Content-Stream, der nur mir gehört sozusagen. Ne? Das heißt, da bin ich sowieso separiert von anderen Usern erstmal. Ne? Genau. So. Und genau, das heißt, so kann ich quasi das rausfinden und das passiert quasi, wenn hier dieses Blocking passiert. Und, ist ein Block denn sozusagen böse, weil der performance-mäßig? Nö. Also das ist sogar ich sag mal, in der idealen Welt würde man es nicht brauchen und da würde sozusagen die UI vielleicht auch damit umgehen können, ne? Aber ich sag mal, es ist ein sehr pragmatischer Weg, würde ich sagen, damit umzugehen. Nee, also das ist total okay, würde ich sagen. Wenn wir nur beim React-THP am Start haben oder so, dann können wir einfach sagen, ja, wir antworten schon mal und irgendwann Genau. Könnte ein anderer Prozess schickt dann noch das Socket-Verbindung, dann die Info ans UI, hey, das bringst du an. Genau. Aber eins nach. So. Und was wir dann halt machen, ist jetzt dann die UI-Code, die UI-Code muss dann halt diesen Node nochmal rendern, das ist halt diese hässliche Code, der sonst auch schon, also der war auch schon vorher so, ne, ich habe den vorher mal gelesen, der ist nicht durch euch hässlicher geworden, das kann ich bestätigen. Nee, genau, der ist dasselbe Prinzip. Ist nicht hässlicher geworden, aber auch nie besser. Aber, ja, genau. Also, ich finde diese Abstract Event, Change Collection, das ist alles... Ja, das ist alles nie cool, genau. Also ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ich will ja auch kein Blame, aber es ist nicht so schön. Ja, das ist halt sehr, das ist, genau, das ist alles gut, das ist auf einem sehr frühen Stand. Genau, das werden wir auch alle anfassen, glaube ich, da sind wir uns auch alle beieinander. So, ne, was ist jetzt passiert? Ich habe jetzt quasi hier Node Properties were set, ne? Und ich habe jetzt hier quasi immer dann drin, welcher Content Stream, welcher Node, irgendwo sind hier auch meine Properties, hier Property Values mit Title, mit Type und mit Value, ne? Also die werden hier halt reingeschrieben sozusagen, ne? Und genau, und das war's. So, und was passiert jetzt? Jetzt erkennt das System, okay, es ist eine Änderung passiert und es triggert letztendlich in einem neuen Subprozess standardmäßig von der Content Repository diese Instanz, diese Catch-up-Projection-Logik. Also das hier wird quasi getriggert in einem Subprozess sozusagen. Also diese Information hier, das muss mal aktualisiert werden. Und was das dann letztendlich macht, ist in der entsprechenden Projektion der Content-Graphen hier den Catch-up zu triggern. Das ist relativ sophisticated, weil hier noch diverse Hooks drin hängen, aber ich würde mal die Core-Logik zeigen. Das ist eigentlich, jetzt sind wir an der lesenden Seite, also wir sind jetzt sozusagen wieder hier, ne? Und zwar an der Stelle, also sozusagen wir konsumieren Events und wollen unsere Projektion updaten. Ne? Das ist also der Punkt hier unten, wo wir hier sind in unserer Graph-Projektion. Und letztendlich wird diese Methode aufgerufen für jedes neue Event und am Ende ist es ein großes Switch-Statement. Ne? Je nach Datentyp machen wir hier was Bestimmtes
zum Beispiel in unserem Fall Node Properties wäre Set. Und jetzt geht das halt hier, Update Node with Copy on Write. Das ist das, was ich vorhin erklärt hatte, mit diesem ist der Node schon in Verwendung. Und irgendwo hier drunten haben wir dann noch irgendwo mal eine, das ist jetzt wirklich der Doctrine, also dieses interne, irgendwo hier drunten gibt es dann auch noch eine SQL-Query, die das letztendlich tut, mit einer gewissen Logik und relativ viel Doku dran, warum und wieso und weshalb. Ne? Aber das ist sozusagen, wie diese Projektion, die Kraftprojektion dann intern tickt quasi. Ne? Das, ja. Und das ist jetzt sozusagen wie eine Änderung erstmal in Systemen, durchpropagiert ist sozusagen. Ne? Wie wir sozusagen von dem haben wir es gemacht, bis zu dem Punkt, wir sehen es wieder, wenn wir durch sind. So. Achso, und das mal kurz was zu trinken? Damit das effizient ist. Weil man nee, ist das ist. Genau, also warum ist das async? Nee, eigentlich wäre es effizienter, wenn es synchron wäre, aber wir wollen, also wenn man, also das Blöde ist, wenn man das sozusagen von vornherein berücksichtigt, also wenn man immer, also wenn man das System unter der Annahme baut, dass es synchron ist, dann kann man es nie mehr asynchron bauen. Wogegen, wenn es mal asynchron war, ist sozusagen, also Synchronität ist ja ein Spezialfall von Asynchronität sozusagen, ja, und wir wollen halt ein System haben, was sozusagen im Zweifelsfall auch von fremden Systemen zum Beispiel Events kriegen kann irgendwann mal und was sich sozusagen auf den richtigen Zustand einruckelt gewissermaßen, so, ja. Weil das sehr viel besser skaliert als ein System, wo wir sagen, das muss immer immediately consistent sein, in jedem Fall sozusagen. Ich habe was gelesen bei diesem kleineren Paket, wo man so ein bisschen Events rauskriegt, aber für kleine Dinge, dass man das auch synchron machen kann. Ja. Aber es ist nicht empfohlen, aber es ist für kleine Sachen dann pragmatischer. Dann total. Ja nicht, wenn ich genau. Aber nur ein kleines User-Interface. Total, brauche, genau. Ein total. Wenn ich jetzt ja nicht mit Subprocess, genau. Ja. Und ja. Block, dann ist ja alles. Total, ne? Also was wir zum Beispiel auch haben ist, ne? Also ich finde es gut, dass wir erstmal per Default asynchron sind, weil das wird uns halt später extrem viele Optimierungsmöglichkeiten geben, ne? Und wenn wir die nutzen wollen. Genau, was wir aber auch zum Beispiel haben, ist, es gibt hier so einen extra Modus hier, für, wenn man die Tests ausführt, das steht hier auch dokumentiert, genau. Also normalerweise füge ich so die Tests aus, das läuft ungefähr 25 Minuten oder so. Und dann gibt es hier so einen speziellen Flag hier, Enable Synchronous Option. Und das bringt richtig viel, also da laufen die noch 2 Minuten oder so. Also das ist eine drastische Verbesserung sozusagen, performancemäßig. Ja, und was hat denn Asynchron noch ganz nett ist? Es kann ja durchaus sein, ich meine, jetzt haben wir hier unsere Standard-Projections und so weiter und so fort, dass du halt irgendwelche Projections hast, die länger laufen. Ja, was weiß ich, du exportierst es an ein externes System oder so, ja. Du löst es irgendwie auf gegen eine API, die langsam ist. Und solange willst du die ARM-Redakteure einfach nicht warten lassen. Also, das ist async, das ist leider. Genau. Genau. Das so. In dem Fall braucht man dann wirklich immer ein React-PAP und dann darf noch Feedback zu. Zum Beispiel, genau. Genau. Genau, wenn es dann darum geht, so hey, übrigens deine Änderung von vor einer Dreiviertelstunde ist jetzt mittlerweile auch auf Facebook angekommen oder so. Ja, klar. Dann, ja, so oder die, haben will, dann oder die UI muss so ein Zeitintervall und die ganze Zeit mal wieder nachfragen. Genau, also sind wir schon da, sind wir schon da. Nein, nein. So, ich überlege gerade, ich würde, glaube ich, nochmal vielleicht so einen groben Überblick über die Pakete bringen, geben. Das ist vielleicht nochmal hilfreich, was bis hier so rumfliegt quasi. Das könnte nochmal wertvoll sein. Genau, also und zwar, wir haben, also Core hatten wir schon, Registry hatten wir schon. Genau, am Core, also nur der Core nützt einem nichts, man braucht noch eine Content-Graph-Implementierung. Also jetzt erstmal momentan die einzige funktionsfähige ist der Doctrine-DBA-Adapter, also der MySQL-MariaDB-Adapter, sage ich mal. Es wird, oder Bernhard ist gerade dabei, an diesem Postgres-Adapter, das ist sozusagen, das wird vermutlich mittelfristig sozusagen der empfohlene für große Sites sein, weil wir mit Postgres sehr viel effizienter die interne Datenstruktur machen können, quasi, also um wirklich einen Faktor 10 bis 20 vermutlich effizienter, also deshalb, genau, ist es wahrscheinlich für größere Instanzen dann später der präferierte Weg. Genau, und weil das austauschbar sein soll, ist das quasi in einem extra Package entwickelt. So, dann haben wir die Tests, die sind quasi auch ein extra Package, weil die sozusagen ja, die Kombination aller Pakete durchtesten sollen. Das heißt, die kann man schlecht einem Paket zuordnen, deshalb ist es ein eigenes Paket. Ja, wir testen zum Beispiel auch alle Adapter gleichzeitig durch. Genau, das. Ja. Nice. Und das sind viele, also wie gesagt, das sind wirklich, es ist sehr ausführlich, das, die Testsuite. Also ist, genau, also wissen wir, wie viele 100 Tests da drin sind, also es ist wirklich viel. Das läuft nicht aus Langeweile, 25 Minuten. Es tut auch was, genau. So, dann haben wir. Keine Sleep-Aufrufe drin? Natürlich, aber
nicht so viele. Genau, dann haben wir, was noch wichtig ist, ist Structure Adjustment. Das ist quasi Node Repair in neu. Das ist wirklich repariert. Also das ist also sozusagen, was irgendwelche Dinge findet, wie, okay, du hast hier einen Node, der gehört dir nicht hin und dieses ganze Handling, ne? Also was frühere Node-Repair-Logiken sozusagen, die passieren jetzt hier drin. Und das ist gar kein Classes-Folder, sondern ein böser Source-Folder. Der ist noch, genau, der ist noch, der wird sich ändern, aber in Classes, das ist jetzt nur noch ein Leftover gerade. Das akzeptiere ich nicht. Und genau, das ist also sozusagen, das sind also die Adjustments. Die Tests gibt es jetzt hier nicht drin, weil wie gesagt, das sind alle mitgetestet in den Behavioral Tests. Also hier gibt es auch Tests dafür entsprechend, aber genau, und weil es halt schwer zuzuordnen ist und wir wollen halt eine große Testsuite haben und nicht 17, deshalb, ne, also hier gibt es irgendwo Structure Adjustment Tests, die dann auch die Fälle die durchtesten. Also das, die Test Files und so weiter, so wie man die du brauchst, um Tests zu schreiben, die sind im Core Package drin. Das genau. Heißt, du kannst auch selber dann Tests schreiben mit Behead. Nur unsere Test-Suite, die quasi unsere eigene Dev-Dependency ist, die hat alles, unsere Standard-Use-Cases hat durchtestet, die ist im separaten Package. Genau. Security würde ich mal ignorieren, das ist so ein, da habe ich mal ein bisschen was angefangen, gedraftet, aber das ist nicht funktionstüchtig, also das... Security würde ich mal ignorieren. Nee. Also sprich, das, genau, also das ist im Prinzip, das ist ein Draft, wie man sozusagen dieses Policy-Framework, dieses Rechte-System auf das Neue überstülpen könnte. Ich glaube aber, es ist keine gute Idee, das zu machen. Das, also ich glaube, das ist an der falschen Stelle geschnitten, aber das war so ein Start dieser Implementierung dafür. Genau, Node Migration, das ist quasi das Node Migrate, also dieses YAML-basierte Content-Migrationsding sozusagen. Ne? Das ist halt hier, wo ich halt sagen kann, ich will bestimmte Nodes nehmen und ich will denen eine andere Sprache geben, ich will denen will irgendwie eine Property umbenennen oder irgend sowas. Ja, aber ne? Ist soweit fertig. Genau, dann gibt es Flow-Query-Operationen. Das wird sich wahrscheinlich das Package nochmal umbenennen in Flow-Query. Hier war früher noch was anderes drin, das ist aber rausgeflogen. Also genau, das haben wir, ist obsolet. Flow-Query ist obsolet. Nee, Flow-Query ist nicht obsolet Stand jetzt, weil das ist ja wirklich das, was der User sozusagen aus API-Sicht Stand jetzt verwendet. Ne? Also ich sag mal aus Fusion-Sicht. Also ne, es kann, ich finde, da kann man gerne auch irgendwann nochmal eine Alternative anbieten, die noch ein bisschen kompakter ist, finde ich auch super. Aber... so. Genau, dann ist eigentlich, genau, dann ist es Export-Import, sorry, jetzt bin ich ja irgendwie gesprungen, Export-Import und diese Legacy-Migration, also das ist der Teil, der sozusagen hier das alte, also das Neos 8x-Zeug lesen kann quasi und daraus die Events machen kann und Export ist sozusagen schon das, was dann auch die neue Struktur wieder exportieren kann und das kann ich ja mal, ich hoffe, ich kann das zeigen, gucken, ob es hier rumliegt. Eigentlich müsste es hier irgendwo einen. Nee, ich glaube, das räumt Bastian wieder. Nee, es ist so, das Format ist quasi ein JSON, was. Also, wir exportieren letztendlich die Events. Und zwar immer so, dass wir sagen, eine Zeile. Eine Zeile ist ein Event quasi. Und, ne, und wir iterieren quasi hier drüber und wirklich dumpen diese Tabelle sozusagen. Ne? Und das ist sozusagen das interne Format. Es wird wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit geben, später auch noch sozusagen über den Graphen zu iterieren und daraus Events zu generieren, also so wie wir über das alte auch iterieren können. Ne? Dass man die reduziert. Mit dem Ziel, genau die zu reduzieren. Also dass wir quasi, ne, weil die Eventliste wächst natürlich und wächst und wächst und wächst. Ne? Und genau. Und genau, das ist aber, also wie soll ich sagen, ich würde es auch darauf ankommen lassen, das erstmal eine Weile wachsen zu lassen. Also ich sag mal, ne, das, ja, ich will die Möglichkeit dieser Reduktion haben, aber ich glaube nie, dass die Events-Tabelle gerade unser Problem ist, ehrlich gesagt, in Performance oder irgendwas. Also, deswegen wird das möglich sein, wenn das normal auch. Genau. Oder du lachst. So, und so, das ist also, das war sozusagen der... Sorry, der Teil Export, der ist noch nie von außen erreichbar, aber ja, genau. So, und dann gibt es noch ein Legacy-API-Package. Ich weiß gerade nie, ob das noch tut. Ach doch, das tut noch, genau. Aber nur teilweise, glaube ich. Nie ganz, diese Kontextgeschichte, also genau, das wird wahrscheinlich abgelöst mit Rector, genau, das ist ein gutes Schlagwort, Rector, gutes Thema, genau. Also das Thema der Migration, das ist nochmal wichtig, wir haben jetzt quasi, also das ist ungefähr der State, den hatten wir jetzt vor 2-3 Monaten erreicht, ungefähr, also
ja, kommt ungefähr hin im Sommer. Und seitdem gab es ja eigentlich keine großen Änderungen und es ist auch, die To-Do-Liste ist sehr, sehr überschaubar. Also es ist wirklich, also wir haben noch irgendwie, wollen noch ein Event von der Struktur ein bisschen ändern, und, aber es ist wirklich wenig, was sozusagen im Core noch groß gemacht wird aus meiner Sicht jetzt, was mir bewusst ist. Die To-Do-Liste irgendwo in einem Package, das relativ leer ist, da ist nur noch eine To-Do-Liste in der Collection. Ist die aktuell? Nee. Die To-Do-Liste ist hier so ein Projekt hier, und zwar also NEOS ESCR 9.0. Das ist die... Nee, genau, die müssen wir mal löschen. Also das ist die To-Do-Liste Stand jetzt quasi. Also wobei Prioritized eigentlich entscheidend ist. Das andere ist ja eher so eine Wunschliste, was man sagen kann, ja, das wäre nochmal ganz nett, sage ich jetzt mal. Also genau. Und auch hier ist nie alles hundertprozentig, sage ich mal, ist genauso dringend. Also das ist noch manchmal hier so ein paar kleine Bugs. Und also ne, und manches ist so Wunschkonzert. Ich würde zum Beispiel gerne für unsere großen Sites ein Tool haben wollen, was sozusagen die Tree-Struktur in der alten Welt dumpt, einfach nur als Textdatei sozusagen, also ohne die Properties, aber zumindest mal so diese grobe, diese Struktur mit IDs und allem, und genauso so ein Dumper aus der neuen Welt, weil dann kann ich einfach das File diffen und will es halt für unsere großen Sites mit 10.000 Nodes oder so oder 100.000 Nodes, okay, alles klar, hat geklappt, Migration. In Deutsch kommt dasselbe raus wie vorher oder in Englisch und so, ne? Also solche Werkzeuge sind es teilweise, also das wäre auch, das sind im Übrigen auch, glaube ich, sehr gute Einstiegstasks, also wenn jemand Bock hat, da was zu machen, ne? Sonst, das ist zum Beispiel so ein Ding, das liest halt iterierend über das Ding sozusagen, ne? Über die Notes und printet daraus halt eine Textdatei, das wäre zum Beispiel ein total cooles Einstiegsding, was recht überschaubar wäre, denke ich, als Thema. Also nur, dass man da natürlich auch mit dem Legacy-Kram mal... Gut, da kann man ja die Node-API normal verwenden halt, ne? Genau. Ne? Und das sind quasi zwei Packages, das alte und das neue. So, und also vor ein paar Monaten war dann die Frage, okay, was machen wir eigentlich als nächstes sozusagen? Ne? Und mein Ziel ist eigentlich schon jetzt seit längerem... Also um das produktiv zu schalten. Also die Idee ist ja, mit NEOS 9.0 wird das produktiv, und das haben wir ja quasi auch entschieden und auch schon kommuniziert. Das bedeutet also, ich sag mal, wenn alles gut geht, im Herbst nächsten Jahres wird 9.0 released, ne? Und da ist es drin. Und ich sag mal, ne, was dieser Core angeht, da sind wir echt extrem gut in Shape aus meiner Sicht. Also sind wir in einem echt guten Zustand. Und was jetzt noch ein Knackpunkt ist, wir haben natürlich eine ganze Menge von, also ich zum Beispiel, ne, die Sensor-Webseite würde ich super gerne migrieren, aber wenn ich die migriere, oder wenn ich das Events.cr einbaue, kriege ich 1000 Fehler, weil ich halt Elasticsearch verwende, zum Beispiel für die Suche. Und das ist halt nie kompatibel mit dieser API, logischerweise so. Ne? Und das habe ich erst ein bisschen doof gefunden, und irgendwann habe ich gedacht, naja, wir gucken mal, was wir da machen können. Und daraus ist letztendlich dieses Experiment mit Rektor geworden, was mittlerweile recht sophisticated ist. Also ich habe einfach mich gefragt, naja, ich könnte jetzt anfangen irgendwie mit String-basierten Migrationen, oder ich versuche mal Rektor zu lernen und guck mal, wie weit man es treiben kann. Also mein Ziel wäre tatsächlich, dass wir idealerweise so eine Migration von so einem komplexen Package wie einem Flowpak Elasticsearch CR Adapter, ich sage jetzt mal, mit einer Stunde manuellen Arbeit durchziehen kann. Also das wäre eigentlich mein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Dass man das trotzdem dann nochmal in gut, also in besser neu schreibt, absolut, ne? Aber ich will sozusagen irgendwie einen vernünftigen Upgrade-Pfad haben. Hast du eine Frage? Oder? Ja, ja, ich war jetzt nicht zu Elasticsearch. Ich meine, das ist ja ein Tool, wo ein bisschen viel Ressourcen benötigt. Wäre das jetzt nicht einfach möglich, dass du sagst, du machst eine eigene Projection, ja, wie Fulltext, und verwendest dann direkt? Ja. Ja, genau, eine Projektion. Also genau, man könnte für die Suche eine Projektion machen. Also da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Die Sache ist, es ist nie ganz einfach, eine Projektion zu bauen, weil die kann ja nur die Events verstehen sozusagen. Ne? Und das heißt, du musst zum Beispiel, also da muss man relativ viel tracken und auch wissen. Zum Beispiel, ich muss irgendwie die Baumstruktur kennen, damit ich eine Verschiebung richtig tracke beispielsweise. Ne? Weil ich muss ja, also ich kann ja nie einfach, also eine Projektion darf quasi nicht auf eine andere Projektion zugreifen zum Lesen. Nochmal neu nachbauen. Genau. So ein bisschen was Ähnliches. Genau, ein bisschen so, dann müsste man so eine Move-Operation auch verstehen oder so. Richtig, genau. Ne? Und was wir halt haben noch als Mechanismus ist, weil dieser Fall ist ja relativ häufig, was du beschreibst. Ne? Wir wollen eigentlich wissen, wenn sich der Graph ändert, der Content-Graph eigentlich, also als Lesen der Hauptprojektion sozusagen. Ne? Und da gibt es einen Mechanismus, mal gucken, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Da gibt es quasi einen Erweiterungsmechanismus, den man da nutzen kann und der einem sagt, wann sich hier was ändert. Ich muss ganz kurz suchen. Das war auch so eine Arbeit der letzten, genau, das nennt sich ein Catch-Up-Hook quasi.
So, Sekunde, Catch-Up-Hook-Interface, da will ich hin, genau. Das ist also eine eher ein bisschen internere API und was das Ding halt macht ist, genau, Stand jetzt zum Beispiel die Cache-Flushes triggern. Also hier kriege ich quasi mit, aus Sicht der Projektion, wann hat die Projektion ein Event verarbeitet sozusagen und kann jetzt halt zum Beispiel in dem Fall jetzt halt einen Cache-Flush machen beispielsweise. Man könnte an der Stelle aber auch zum Beispiel anfangen, Elasticsearch zu updaten beispielsweise und hier auch auf die lesende Projektion, also auch auf die Projektion zuzugreifen entsprechend. Also hier habe ich quasi, hier weiß ich quasi, also das wird sozusagen getriggert im Prozess, ne, innerhalb von dieser Projektion und hier weiß ich, kann ich dann halt hier drauf zugreifen und auch diesen State entsprechend lesen. Ne? Also das ist quasi so ein Workaround, wie man halt damit arbeiten kann. Und ich vermute, dass wir darüber relativ viele Use Cases machen werden, perspektivisch sowas wie halt zum Beispiel Elasticsearch Update triggern oder sowas. Ne? Oder überhaupt. Also, wann immer du halt so ein Second-Level-Derivative hast, also irgendwas, was nicht direkt von den Events abgeleitet ist, sondern von der Projektion, also vom Content-Graphen. Wie zum Beispiel ein Suchindex, der ja auf dem Content-Graphen sucht. Ja, der ist ja nicht vollständig, hat ja nicht alle Daten. Genau. Ne? Das sind so Kandidaten, wo man sagt, okay, wenn der Content-Graph fertig abgedatet ist, dann update ich auch meinen Suchindex zum Beispiel, weil zu dem Zeitpunkt, wo der sich gemeldet hat, kann ich ja wieder lesen. Ich fände es halt spannend zu sagen, dass du dann mit der Zeit oder mit sowas eigentlich Elasticsearch loswerden kannst. Ja. Das Ding ist einfach ein Arsch. Ja. Genau. Also das, was hier ein bisschen die Hoffnung ist, wir haben jetzt noch kein Proof of Concept dafür, ist, dass du ganz viel Volltext-Kram und Facettierung und hast du nicht gesehen, auch einfach in normalen Postgres-Graphen machen. Genau. Ja. Also dann hast du einfach nur die Standard-Graphen-Projektion, die kann halt schon ganz vieles davon. Ich sage, so ein Standard-Use-Case, wovon man Elasticsearch ständig missbraucht, ist ja irgendwie Referenzen. Referenzen rückreferenzieren. So, das brauchst du jetzt schon mal standardmäßig keine. Ah, das kann der Core quasi. Weil, genau, da brauchst du nicht mal Postgres für. Das geht jetzt halt immer zurück. Aber gerade wenn es dann darum geht, was weiß ich, Volltextsuche oder so, das kann Postgres halt einfach sehr, sehr gut im Vergleich zu MariaDB. Ja. Das, vielleicht gibt das schon für die meisten Fälle. Genau. Ja, und also es kann durchaus sein, dass wir mit einer Projektion da auch für landen, aber das ist nie ganz, also wie soll ich sagen, so eine Projektion hat man nie mal eben so geschrieben, weil man muss halt diese Semantik der Events wirklich im Detail verstehen und sich halt auch konform verhalten, ne, sonst passiert halt Quatsch. Also das, ne, das macht ein bisschen das Schwierige dabei. Weiß ich noch nie. Also vielleicht werden wir irgendwann in ein paar Jahren oder ne, mit der Zeit auch gewisse Abstraktionen finden, wo wir sagen, das ist irgendwie useful und das will man immer wieder haben, aber bis jetzt noch nicht. Ne? Also gibt es noch nicht, zumindest Stand jetzt. Ne? Genau, genau. Ne? Also momentan ist unser Leitfaden quasi die Test-Suite, wo wir quasi uns Schritt für Schritt durchhangeln können, um der ganze Bums funktioniert. Ich würde vielleicht mal ein Beispiel machen, um mal das zu illustrieren. Ne? Also und zwar, das ist die Projektion fürs Routing, um mal zu zeigen, was muss so eine Projektion noch so machen und wovon muss die wissen zum Beispiel, um sinnvolle Use-Case abzudecken. Und zwar, also Routing vom Prinzip her ist ja relativ einfach, sage ich jetzt mal, im Sinne von, ich habe eine ID und einen Dimension Space Point und ich brauche einen URI-Pass zurück, so vom Grundprinzip, ne? Also in beide Richtungen, so nur für Documents. So und, ne, und deshalb, das ist die Kerntabelle, die weiß quasi für diese Node Aggregate und diese Dimension ist das der URI-Path, ganz simpel. So, das ist die Kernstruktur, das würde theoretisch reichen aus Query-Sicht sozusagen, ne? Das reicht völlig zu. So. Und dann, wenn man dann weiter drüber nachdenkt, stellt man fest, naja, irgendwie müssen wir vom Routing noch irgendwie wissen, zu welcher Site gehört das, weil das ist halt so ein ganz zentrales Routing-Element, was, okay, Site-Node, den kriegt man noch hin. So, und jetzt wird es langsam ein bisschen gemein, ich muss mal gucken, genau. Dann stellt sich raus, naja, wir können irgendwie Nodes verstecken oder sichtbar schalten. So, und dann wird es langsam Brühe, weil dann muss ich sozusagen, wenn ich jetzt Features hier ausschalte, dann kann ich ja alle diese Nodes unten drunter nicht mehr erreichen von der Suche her, also vom Pfad her quasi, genau. Das heißt, das Routing muss auch fehlschlagen für diese Nodes zum Beispiel. Ne? Und jetzt muss diese Projektion auf einmal sozusagen wissen, welcher Node hängt unter welchem beispielsweise, damit dieses Feature ermöglicht wird. So, ne? Das haben wir dann, Bastian und ich sind irgendwann drauf gekommen, dass wir quasi, ich kann es mal demonstrieren, dass wir hier eine Disabled-Spalte haben. Ich muss mal nach Pfad sortieren, nach Repath sortieren, dann kann man es ein bisschen leichter lesen. So, genau. Und was jetzt hier quasi passiert ist, hier gibt es so eine Disabled, ne, und das wird jetzt für alle Nodes auf Disabled gesetzt.
und die, die da unten drunter sind. Und das kann auch diesen Spezialfall, wenn jetzt Shortcuts noch disabled ist, ich will bloß mal illustrieren, was da so Interessantes passiert, dann haben wir jetzt hier auf einmal, ne, irgendwo, hallo? Achso, muss ich neu fetchen? Hier, genau. Jetzt steht hier eine 2 drin. Warum? Weil sozusagen, weil dieses Node disabled zweimal ist. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt den Parent anhide, dann muss ja der Teil immer noch gehidden sein, zum Beispiel. Ne? Und diese Logik muss halt diese Projektion halt können. Und das ist so Spezialfälle, die halt tricky sind. Ne? Und wenn ich das jetzt nochmal mache, dann wird es jetzt irgendwann wieder hier, jetzt ist es wieder hier auf, ne, jetzt ist es wieder auf 1 runter. Das wird dann eigentlich auch dieser momentane Bug noch wahrscheinlich gefixt, wenn ich auf eine Seite verlinke, wo es nicht gehidden ist, auch ein Parent. Genau, ist, das, halt, genau. Das geht noch, aber das wird jetzt nicht mehr gehen, genau, ne, als Beispiel. Ne? Und was auch noch fies ist, ist, wir haben, so, das ist noch das Letzte, ne? Also wir haben noch so ein schönes, obskures Feature, Shortcut to Child Node, ne? Also was aufs erste Kind unseres Nodes heidet, also referenziert. Und damit müssen wir auf einmal auch die Reihenfolge der Nodes unserer Kinder wissen, sozusagen. Ne? Also das heißt, wir müssen wissen, wie hängen die eigentlich zusammen, damit wir den ersten da rausfummeln können, quasi. Ne? Und das ist sozusagen so ein Beispiel, ne, wie sozusagen dieses Feature, also lädt die Tabelle halt auf, weil wir damit halt auch diese Referenzen uns merken müssen sozusagen, ne, damit wir halt dann den ersten, für diesen obskuren Shortcut-Fall, den ersten reingreifen können beispielsweise. Das ist so ein Beispiel, wie man sieht, wie das... Ja. Naja, also die Projektion wird natürlich dann unvollständig, klar. Man hat zwei Vorteile. Das eine ist, du hast natürlich die komplette Historie immer. Ne? Du kannst jederzeit dir quasi Schritt für Schritt angucken, was ist denn so passiert. Ne? Du kannst dir ja sogar neu bauen. Oder genau. Neu replayen. Genau, du kannst ohne Probleme, ich könnte jetzt ohne Probleme irgendeine der Projektionstabellen weghauen oder also lernen sozusagen und kann die jederzeit sozusagen wieder vorspulen. Ne? Und das ist eigentlich, das ist ein ziemlich großes und auch sehr mächtiges Werkzeug. Also immer diese Situation, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren, zuletzt glaube ich für euch, für Solarwatt hier, irgendwie in die Node-Data-Tabelle geguckt habe und gedacht habe, wie kann das denn passiert sein? Was war da denn schiefgelaufen? Wie kann man diesen Zustand produzieren? Ne? Und jetzt können wir halt nachgucken. Das ist halt sehr viel einfacher. So, ne? Und das ist eigentlich der Witz dabei. Das ist ja quasi das Beste. Das ist ein extrem... Was auch immer, Cleanup, was man sich bauen könnte. Genau, man, ja. Man schickt das zum Developer, der repariert den Bug. Du baust genau. die Projection neu, alles wieder heilen. Ich würde mir zum Beispiel auch, ne, also wir haben auch viel über Developer-Tools nachgedacht, zum Beispiel so ein Ding, es wäre total wertvoll, wenn man so ein CLI-Tool hat beim Replay, wo ich sozusagen, also ich stelle mir das so vor, ich mache so ein Replay und dann kann ich so eine Art Watch-Statement setzen, dass ich sehe, nach Event Nummer 17, da hat sich das so geändert und dann hat sich das so geändert. Also ne, wenn ich jetzt wäre, irgendeine Property ist komisch, wie ist denn die zustande gekommen, wenn ich sozusagen tracken könnte, ja, für diese ID, diesen Node, zeig mir mal alle Änderungen über die Zeit. Ne? Dann würde ich einen kompletten Replay machen und dann quasi mitloggen, wann wird das angefasst, das Ding. Ne? Das wäre natürlich ein total gutes Werkzeug einfach fürs ja, aber du siehst halt nicht, wie wirkt sich auf der Projektion aus. Ne? Also weil die Projektion ist ja immer der letzte Stand, stimmt, sozusagen. Ja. Ne? Und ich will eigentlich, während die Projektion läuft, will ich sozusagen mitlesen, dann in so einem Debugging-Fall. Ja, meine Annahme war natürlich, dass die Events richtig auch in die Projektion. Genau, ne? Also, ne? Aber jetzt für so einen Debugging-Fall, ne? das wäre ein total cooles Werkzeug, wo ich sozusagen so eine Historie sehe, also im Prinzip den Event-Stream, und dann würde ich sehen, an dem Punkt hat sich das in der Projektion geändert und an dem Punkt das hat sich in der Projektion geändert. Ne? Dann kannst du quasi nachvollziehen, wie ist denn mein Fehler ins System gekommen beispielsweise. Ne? Und man könnte sich sogar vorstellen, sowas wie, naja, die Möglichkeit, dass ein User uns so einen Dump schicken kann, halt ohne Properties, also quasi, ne? Wir kriegen nur die Struktur aber, oder irgendwie anonymisiert, aber ne, wir kriegen keine Eigenschaften sozusagen. Dann könnten wir das sogar replayen bis zu dem Punkt zum Beispiel, um halt das sinnvoll zu debuggen irgendwann mal. Also ne? da haben wir diverse Möglichkeiten, wenn das dann, genau, wie wir damit spielen können. Aber man kann neue Projektionen natürlich schreiben, das ist ja auch Teil der API quasi, ne? Das ist auch ein wichtiger Teil der API. Ich glaube... Das ist so aufwendig, das Routing-Feature. Ja genau, das ist so ein Beispiel, ne? wie das dann so schrittweise komplizierter wird sozusagen. Ne? Und, genau. Ich überlege gerade, ob es noch was...
So, genau, ich glaube, das ist so mal der Ende der grobe Weiterflug. Genau, ach so, Migration, da waren wir noch abgebogen, genau. Rektor, genau. Also, wie gesagt, also die Überlegung war, naja, also ja, ich würde eigentlich am liebsten auch mal diese Packages irgendwie mal ein bisschen neu denken, aber das ist natürlich, also am liebsten wäre mir erstmal, wir könnten erstmal migrieren, wir kriegen das live und dann können wir uns schrittweise die Packages vornehmen. Das wäre natürlich sehr viel schöner, weil wir dann wirklich in Produktion mit dem ganzen Kram wären. Genau, und Rektor hatte quasi angefangen, damit ein bisschen rumzuspielen, das ein bisschen zu lernen und habe dann angefangen, hier Rektor-Regeln zu schreiben. Und ich kann das mal zeigen. Das sind relativ viele geworden. Also ich habe mir dann quasi mittlerweile, habe ich mir angeguckt, hier, was müssen wir alles migrieren. Also ich bin quasi das Node-Interface durchgegangen, das hier das alte und das neue, oder also die verschiedenen, die wir haben, das Traversable-Node-Interface, es sind ja diverse, die da rumflogen. Das Kontextobjekt quasi, von also hier Node.Context, der Content-Context, so und so weiter. Und jetzt gibt es hier Regeln, die das quasi umschreiben. Und als Beispiel, also es gibt manche Regeln, die machen nur eine Warnung, also sowas wie setContentObject. Das hat de facto noch nie wirklich funktioniert. Also das heißt, das ist so ein Beispiel, das schreibt einfach nur so einen Kommentarblock in deinen Code rein mit einem To-Do dran, also damit du danach greppen kannst und sagen kannst, hier, ne, das muss ich ran, das ist sozusagen fix it. Ne? Genau. Dann wirfst du auch einen Fehler, es gibt ja nicht mehr die Methode. Genau. Vieles ist einfach, also sowas wie aus getNodeType wird einfach nur der Property Access of NodeType, also weil wir haben ja jetzt Public Read-Only Properties, ne? Also damit müssen wir keinen Getter mehr aufrufen, sondern aus Node getNodeType wird halt NodeFileNodeType beispielsweise. So, ne? Im vorigen Schritt hast du schon die Traversable Nodes, alle Nodes. Ja, das passiert hier schon, genau. Das passiert hier oben. Genau, das passiert hier oben, genau. Ne? Und so, und dann haben wir manchmal Fälle, die sind komplizierter. Ich muss mal gucken, was ein Beispiel ist. Genau. Zum Beispiel Node, get context, get workspace. Gehen wir gleich mal in die vollen. So, und das Ding, das hat dann immer, gucken, habe ich das hier? Ja, doch, genau. So, und das Ding, also genau, die haben auch alle Tests. Das ist, also kann man super gut testdriven entwickeln. Node, get context, gucken, generic, warte mal, wohl's. Node, get context, get workspace, Rektor, genau. Und die Tests sind eigentlich ziemlich cool. Man kann quasi sagen, was ist alt und was ist neu. Also, ne, das ist sozusagen hier der alte Kram und das hier unten ist der neue Kram. Einfach als Beispiel erstmal hinschreiben. Ja, und früher hat man halt gemacht in PHP-Code Node, get context, get workspace beispielsweise, also um zu wissen, welcher Workspace ist gerade aktiv. Ne? Und die neue Welt würde halt so aussehen. Ne? Ich hole mir für den Node das Content Repository quasi. Also, die Sache ist, der Node weiß seinen Workspace nicht. Der weiß bloß den Content Stream. Das ist das Problem. Ne? Der weiß sozusagen nur, auf welchem der Pfade bin ich und ich muss quasi eine Query machen, um rauszukriegen, zu welchem Workspace gehört denn das gerade oder gehört das gerade zu einem Workspace. Ne? Und deshalb sind das jetzt zwei Zeilen. Schritt 1, ich brauche das Content Repository über diese Content Repository ID von der Node-Identität. Und dann kann ich diesen Workspace Finder dann sagen, gib mir mal den aktuellen Workspace passend zu, ne, meinem Content Stream sozusagen, ne, als Beispiel. Und genau, das ist also was sozusagen, ne, das ist der Test Case dazu und die Implementierung. Es ist relativ viel Error-Handling-Code, um zu sagen, wann soll das greifen, wie muss die Methode heißen und so weiter und auf welchen Objekten muss das sein. Und dann, dann gibt es hier, das sind die eigentlichen Calls sozusagen. Ich habe das relativ viel mit ausgelagert. Also hier, ne, Content Repository, get workspace finder, find one by current content stream ID. Und das, die wiederum, hier gibt es dann so eine Node Factory, die machen dann letztendlich diese, also hier wird jetzt Content Repository, get workspace finder aufgerufen beispielsweise. Ne? Also das ist so schrittweise, wird das so aufgelöst quasi. Und das. So, und die Registry willst du verwenden. So, und genau, und, ne, und wir haben manchmal, ich muss mal ein Beispiel, haben wir ein paar echt schon komplizierte, ich muss mal gucken, ob ich hier was Sinnvolles finde. Nee, das war Quatsch, das wird nur wegmigriert. Ach genau, das ist noch so, das ist jetzt ziemlich neu, also genau, das hatte ich gestern beim Abendbrotkurs erzählt, also diese Überlegung, dass wir, ne, man kann mit Rektor auch andere File-Typen auslösen und was hier quasi passiert ist alle, das Ding soll das AFX parsen und es soll quasi hier Node-Context im Backend in allen möglichen Variationen umschreiben in das hier, ne? Also und das ist ein Beispiel für so ein Fusion und das halt, ne, das in der AFX-Datei an verschiedenen Stellen und genauso auch in
Und in hier unten im Spread, nice one. Im Spread, genau, und aber quasi alles andere halt unangetastet lassen. Deshalb steht so viel anderer Kram da drin, weil das halt einfach ein Beispiel ist, was irgendwie kompliziert aussieht, was hoffentlich dann noch geht. So. Und genau, und das ist so ein Beispiel Fusion Context in Backend Rektor. Also, eine Sache ist mir dabei direkt aufgefallen, obwohl Michael anscheinend auch viele Sachen brauchen. Das Obwohl man manchmal auch, wenn man mit Bernhard arbeitet, nur den Kontext, ohne den Backend und weiter nach PHP, aber dann hat man wahrscheinlich schon gleich lang, das muss man selbst integrieren. Ja, mal gucken, also genau, müssen wir gleich mal, müssen wir mal schauen, genau, kann, gibt's. Weil man muss dann ja die Noten bereichern, man muss ja auch PHP sagen, ja. Das heißt, es wäre prinzipiell die Überlegung, ob man den Subgraph einfach als Variante noch in den Fusion-Manager mit reingibt. Die wird dann zwar nicht benutzt, aber man hat sie dann. Genau, und hier ist jetzt so ein Beispiel, ne, was passiert hier. Hier wird quasi, also dieses, das ist so ein Helper, dieser EEL-Expression-Transformer, der passt halt dieses Fusion und findet raus, was sind die EEL-Dinger. Ne, und dann kannst du quasi sagen, hier Process, alles, das, was im EEL dieser Regex entspricht, das, da schreibe ich halt das drumherum halt. Ne? Ganz relativ simpel. Und ja, voll simpel, ich habe mir den Code dahinter angeguckt. Voll simpel. Und dann, naja, also ich sag mal, bis hierhin zu kommen ist nie ganz trivial, aber ne, der Teil ist dann wieder einfach. Und dann halt noch, ne, habe ich versucht, es ein bisschen nett zu machen. Also sowas wie, wenn dann noch irgendwo Kontext in Backend drin vorkommt, dann soll bitte hier irgendwo am Anfang der Datei eine Warnung stehen, wo drin steht, hey, Achtung, das musst du noch umschreiben übrigens. Ne? Also solche so ein bisschen Convenience, damit du quasi mitkriegst, ob der User irgendwie noch ein, ne, also das Ding generiert quasi, ich hoffe, das sieht man hier auch, ne, hier gerade, nee, also, ach doch, hier, genau hier, ne, hier steht hier, Achtung, hier Zeile 26, du musst hier noch was fixen übrigens, weil das kann ich nie automatisch hier transferieren, ich weiß gerade nicht, wo es denn. Hier, some other variable, genau, ne, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass da immer eine Note drin ist, weil wir haben keine Typinformation, deshalb müssen wir so ein bisschen Pi mal Daumen nach dem Namen gucken, jetzt in dem Fall, ne, und deshalb checken wir nochmal. Genau. Genau. Niemand würde hoffentlich Kontext Node für was anderes. Ich hoffe. Ich hoffe, Document Node bleibt immer ein Node, genau, sonst gehen vermutlich Dinge kaputt. Ja, und im Prinzip ist es jetzt so, ne, also dieses, also was jetzt, also es ist halt eine Fleißarbeit, die ich jetzt immer wieder gemacht habe, ist sozusagen, ne, jetzt hier gibt es, genau, wenn man guckt, hier gibt es viele To-Dos drin, noch 43 Stück. Die jetzt halt schrittweise zu fixen sozusagen. Und das ist aber ganz viel einfach Schema F. Also, ne, wie gesagt, das ist eigentlich für alle Fälle gibt es halt einen Haufen Beispiele, wie man das machen kann quasi. Und es ist halt Fleißarbeit. Zum Beispiel überall, wo ich jetzt zum Beispiel schon, wo halt hier noch Fusion-Code fehlt, zum Beispiel den noch zu setzen zum Beispiel. Also, ne, dass wir quasi für PHP und für Fusion eine Schnittstelle entsprechend haben. Und genau, und das müssen wir halt schrittweise tun quasi. Und das ist aber schon relativ sophisticated. Das Ding kann zum Beispiel auch schon alte Flow-Inject-Geschichten entfernen, also weil Node-Factory und Context-Factory und Kram, was man halt nicht mehr braucht, wird dann halt entfernt zum Beispiel. Die Content-Repository-Registry wird injected, wenn man sie benötigt. Also das Ziel ist tatsächlich, dass der quasi möglichst automatisiert wirklich den Code transformieren kann, also so weit, wie es halt geht. Ne? Und dann und dass du idealerweise nur noch dann nochmal nach diesen To-Dos suchen musst und dann kriegst du quasi eine To-Do-Liste in deinem Package, was musst du noch anpassen. Das wäre so die Traumvorstellung, wo ich gerne hin wollte. Ne? Naja, deshalb steht da immer To-Do, 9.0 Migration oder so. Also da gibt es einen String, wonach du quasi dann suchen kannst, auch eindeutig. Und genau. Und also ich sag mal, ne, jetzt Bastian, so meine Überlegung ist jetzt momentan, dass wir das Rektor tatsächlich auch für, dass wir das auch als neue Core-Migrations verwenden, also dass wir Core-Migrations auch ablösen durch das dann, also mit dem 9.0 Release, weil es schreibt eh fast keiner Core-Migrations und die sind recht limitiert, weil nur String-basiert sozusagen. Ne, und, ja, das ist immer gefährlich. Und genau. Und wenn man nur String will, das geht ja auch nicht mehr. Das würde auch gehen, im Zweifelsfall, genau, ne, aber das ist schon echt sehr mächtig und genau, ne? Und wir brauchen wahrscheinlich noch was für YAML, ne? Also für YAML umschreiben brauchen wir auch noch so ein Modul quasi, um halt Config und so, aber ja, kann man ja, nach demselben Schema halt machen. Ne? Genau. Ne? Und das ist ja schon mal sehr hilfreich. Ja, also das war noch so, das ist jetzt gerade sozusagen, wo ich jetzt gerade viel dran war, ne? Mit dem Ziel eigentlich jetzt wirklich versuchen, diesen Pain wirklich gleich wegzumachen, anstatt jetzt halt ad hoc irgendwie die drei Pakete, die ich halt benötige, von Hand zu portieren, habe ich jetzt gedacht, ich versuche es mal eher automatisch und ob das klappt oder nee, weiß ich natürlich noch nie genau. Ne? Also das ist halt wirklich jetzt gerade so dieses In-Progress-Ding. Die News UI würde er jetzt ja hinbiegen können. Was du uns am Tipp gezeigt hast, ist alles klar.
Na, nicht ganz, weil, also das Demo-Package meinst du, was hatte ich ja gezeigt? Also, ja, naja, also, weil Neos UI wir daneben migrieren können, das ist ja wirklich viel intrinsische Logik, ne? Aber genau, nee, aber Demo-Package noch nie ganz, also weil die Regeln halt noch fehlen für diese Geschichten. Also ich habe diese Regeln noch nie geschrieben für dieses Anpassen, dieses hier in Backend. Also in Backend habe ich angepasst, aber nie dieses Cache. Also es gibt noch 2-3 Regeln, die also fehlen vom Prinzip her, ne? Aber das Framework ist alles da sozusagen. Ne? Genau, deshalb brauche ich diesen Pfad quasi dann noch. Aber ne, das sind alles so Details, und um das zu machen. So, und, genau. Und ja, also das ist jetzt sozusagen der aktuelle Plan. Ne? Und jetzt ist eigentlich das Ziel, wirklich das halt jetzt möglichst into the wild zu kriegen und zu nutzen. Genau, Überlegung wäre quasi, dass man das halt auch für, Ende. Sowohl Rektor als auch CA, also wie gesagt, es ist echt nicht mehr viel, auch, also wie gesagt, es sind noch viel auf der Wunschliste, wie das so ist, ne? Aber ich sage mal im Großen und Ganzen, es sieht es ist schon ganz, ganz gut aus. Ne? Ja, das kann sein. Aber trotzdem war ja immer schon die Idee, aber das, die Idee war ja immer schon, ist halt so Clean-Up-Task, dass er halt ein bisschen die safen Adjustment macht, die halt die Syntax, modernere PHP-Syntax bringt. Ja. Das soll immer sehr schnell jemand review. Knowledge Collation. Das ist jetzt nach einem halben Jahr ist der PA im Arsch. Ja. Ja, aber am besten wäre es, wenn man wüsste, wie man den implementieren könnte, den PA. Ist ja auch, steht da drin. Ja, eigentlich jederzeit, wenn man bei der alle Changes außer die Rektor-Config wegschmeißen und nochmal laufen lassen. Das ist eigentlich. Genau. Und, ja, Sebastian, kannst du uns noch etwas zeigen? Na klar. Fürs Testen? Fürs Testen, ja. Genau, hier noch so ein Beispiel, was zum Beispiel. Und testen wollen im Browser, hast du zwei User auf dieser Installation, dass du dann parallel nebeneinander zeigen könntest? Naja. Ich kann mir den zweiten User machen. Ja, 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 na klar. Ja, okay, also wenn du verschiedene User hast, dann haben wir jetzt die Situation, dass wir quasi, ich mache mir mal ein zweites Fenster auf, ne? Das ist jetzt hier mein zweiter User quasi. Genau, also Stand jetzt ist es so, also die Frage ist, also wir haben quasi eine Situation hier, ne? Also das ist quasi die Situation, der eine User biegt hier linksrum ab quasi und macht hier Changes und mergt die und der andere hat die quasi auf dem rechten Stand. Ne? Und dann haben wir so eine Situation quasi wie hier. Und in dem Fall ist es so, dass sozusagen dieser User, Sebastian in dem Fall, der sieht dieses Property was modified noch nicht, ne? Weil der ist ja rechts auf diesem Branch gewissermaßen. Ne? Und dieses Rebasing, was passieren muss, das passiert entweder, wenn ich ein Publish All drücke, also wenn ich jetzt sage, ich will was publizieren, dann erkennt das System, ah Moment, ich bin hier up to date, ich muss erstmal rebasen, also dieses ne, Commands. Momentan nicht, nee. Also momentan passiert, du merkst es nur, weil halt der Publish halt länger dauert sozusagen, aber du kriegst es nicht visuell irgendwie mit. Also das sind alles auch, also sehr sinnvoll, wenn wir auch in der Neos UI noch ein bisschen mehr kommunizieren würden, ne? Aber bis jetzt ist es halt erstmal der Status Quo quasi. Genau, und oder der zweite Fall, wie so ein Rebase passiert, ist quasi, wenn ich mich neu einlogge ins Backend, dann wird quasi der Rebase erneut getriggert. Das heißt, als Beispiel, oder? So, ich muss ein bisschen was zumachen hier. So, na, wenn ich jetzt hier quasi eine Änderung, also jetzt muss man gucken, wie ich es reproduzieren kann. Genau, also ich schiebe das mal kleiner. So, also wir haben links den einen User und rechts den anderen. So. So, ne, und jetzt kann ich zum Beispiel, jetzt ändere ich hier mal Hallo und würde das mal publishen beispielsweise, ne? Denn hier rechts ist Hallo, dann ist es quasi auf live auch sichtbar, das können wir uns auch entsprechend angucken. Achso, genau, das ist noch der Fehler, hier, ne, Hallo. Und wenn ich jetzt hier links refreshe, dann ist es nicht sichtbar, weil quasi, ne, wir genau die Situation haben, dass hier diese... Im Alten wäre es sichtbar, genau, im Neuen ist es nicht sichtbar. Genau, im Alten ist es... Genau, weil das zwei verschiedene Content-Streams sind, ne? Und der ist sozusagen, der basiert quasi auf einem früheren Stand sozusagen, ne? Der Git-Branch sozusagen ist früher abgezweigt quasi, ne? Und damit kann er das nie enthalten. Ne? Und die Idee ist eigentlich, dass wir jetzt, dass es idealerweise jetzt einen Modus im Hintergrund gibt, der quasi automatisiert guckt,
welche Content-Streams müssen jetzt aktualisiert werden und das dann auch schon automatisch tut. Das ist auch schon angelegt. Es ist quasi so, diese Content-Streams, die haben intern eine Logik. Warte mal, mal kurz gucken. Genau, hier sehen wir es jetzt. Also der Workspace hat eine Logik, der weiß jetzt, der ist outdated, also der weiß jetzt sozusagen schon, dass er nicht den letzten Stand hat quasi. Der hat jetzt den State of Outdated geändert, hier mein User-Admin-Workspace. Und wenn das outdated ist und ich logge mich neu ein, also das würde ich jetzt mal machen, ich würde jetzt einfach mal hier Logout und wieder Login machen. Admin-Passwort. Rechts bin ich Admin 2, links bin ich Admin. Und dann ist jetzt die Änderung quasi angekommen, weil jetzt sozusagen der, und jetzt werden wir auch sehen, wenn ich jetzt neu lade, das war jetzt hier E82, das wird sich ändern, das ist jetzt quasi, genau, das ist jetzt wieder up to date und das ist ein neuer Content Stream, aber sozusagen, also ideal wäre eigentlich, wenn das sozusagen on the go permanent, sage ich mal, passieren würde im Hintergrund, aber jetzt ist es halt, statt jetzt ist es halt beim Login halt explizit gemacht, jetzt so erstmal als pragmatischer Weg. Genau, wenn du dich einloggst, wird das halt gemacht, so vom Verhalten her. Es wurde ja schon gebaut, das ist ja cool. Es wird gemacht, aber es wäre sinnvoll, wenn es noch ein bisschen zeitiger passieren würde. Das sind aber alles so Details, sage ich mal, auf diesem Level, wo wir halt gucken können. Genau. Ja, aber das ist einfach stumpf mit Rebase-Knopf. Genau, oder überhaupt, dass man das mal kommuniziert. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt, genau, dass wir quasi das immer im Server... Ja, auch einfach die UI-Submission outdated jetzt vielleicht, was das Ganze Genau. Genau. Genau, also jetzt zum Beispiel, dass wir in der UI genauso wie wir halt hier oben diesen Counter immer mitschicken zum Beispiel, immer so ein Status, ist mein Workspace gerade up-to-date oder nicht zum Beispiel und dann so eine kleine hier grüne Meldung oder so ein, irgendwo steht hier was und ich kann sagen, jetzt will ich das machen und also sowas in der Richtung. Das sind alles so Sachen, die man jetzt... Genau. Und weil du hast ja auch immer noch deinen alten Content-Stream sozusagen. Und da gibt es noch so ein paar Konstellationen, wo wir Stand jetzt noch nicht sinnvoll rauskommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, hier auf der linken Seite ändere ich jetzt mal hier, hallo, meine Änderungen, so als Beispiel. Und jetzt lösche ich diesen Node. So, und publish das. Jetzt habe ich sozusagen eine Situation, das kann eigentlich nicht aufgelöst werden, weil ich sozusagen hier jetzt Changes habe sozusagen, die auf einem alten Stand basieren und ich hätte jetzt auch die gesamte Seite löschen können oder so, das wäre dasselbe Effekt. Wenn ich jetzt Login, Logout mache, werde ich vermutlich einen Fehler kriegen, weil der dann nicht rebasen kann und habe ich aber schon lange nicht probiert, also muss man mal gucken, was jetzt passiert. Genau, und das ist jetzt so ein Beispiel. Hier ist FUBAR. Okay, hier ist irgendwas komisch, das soll da anders sein. Aber eine Exception ist geschmissen. Aber eigentlich, outdated Conflict sollte er erkennen. Also hier ist irgendwie noch ein FUBAR in die Query gekommen, wie auch immer das da reingekommen ist. Das sieht nach irgendeiner Debug. Mache ich das? Annotate. Oh, okay, FUBAR weg. Genau, und das ist übrigens ein Beispiel. Jetzt habe ich quasi das gefixt in der Workspace Projection, also quasi in dem Projektionsteil. Und jetzt kann ich sozusagen, das ist eigentlich ziemlich cool, jetzt kann ich einfach sagen, Flow Projection Catch-up Workspace. Also ich muss gucken, warte mal, irgendwie ist es anders. Help, irgendwie CR irgendwas. Also jetzt kann ich quasi wieder neu vorspulen. Das ist der CR Replay, haben wir, glaube ich. Ja, genau. Flow CR Replay. Workspace oder so, genau. Und jetzt kann ich halt extrem schnell auf diesem Ding iterieren. Jetzt sehe ich hier, ich habe hier noch einen anderen Fehler, ich habe hier noch irgendein Komma falsch oder was auch immer. Jetzt habe ich sozusagen immer wieder diesen Fehlerzustand und kann jetzt so lange immer wieder die Projektion neu abspielen, bis ich den Fehler gefixt habe. Weil das Event ist ja persistiert, es ist ja schon passiert. Und der Fehler ist, also alle Fehler, die sozusagen hier auf der linken Seite passieren, also auf der Projektionsseite, kann ich halt extrem schnell drauf iterieren und sozusagen immer wieder denselben Fehlerzustand herstellen. Und wenn ich das jetzt mal probiere, mal gucken, was passiert. Weil er hat ja jetzt verstanden, dass er die Änderung hätte gar nicht machen. Nee, warte mal, ich muss mal aus und wieder einloggen. Ich glaube, das ist... So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt muss ich einen anderen Fehler kriegen, hoffentlich. Genau. Und zwar, was jetzt passiert... Genau, was jetzt passiert ist, ist das Thema der Kant. Hier, guckt mal, Outdated Conflict steht jetzt hier drin. Das heißt, das kann ich jetzt nie auflösen sozusagen.
und deshalb bleibe ich jetzt erstmal auf dem alten Stand sozusagen stehen. Ne? Und was man jetzt halt machen könnte, ist, man könnte das noch optimieren, dass man sagt hier, ne, wie viele deiner Änderungen konnte ich denn anwenden? Ne? Also ich könnte jetzt sagen, ich will alle anderen aber anwenden zum Beispiel, nur die paar halt nicht zum Beispiel. Ja, ne? Also genau. Ne? Und, aber, und das ist jetzt halt die Heuristik, ne? Wie viel klappt denn, wie viel klappt nicht. Ne? Wenn 90% nicht klappen, dann will ich es wahrscheinlich nie automatisch machen. Wenn nur 5% nicht klappen, dann will ich wahrscheinlich die 5% von Hand copy-pasten noch. Ne? Und, ja, aber auch bei 90, also keine Ahnung, wie das ist. Aber manchmal möchte man ja mehr Kontrolle haben. Ich will zumindest mal Bescheid wissen, was da ist. So, ne? Und, also, genau. Ne? Und das ist... Genau, und das ist so ein Beispiel, ne, wo wir eigentlich jetzt schon sehr viel Information haben, ne, und jetzt auch zumindest mal keine Exception fliegt und auch der interne Zustand schon mal korrekt ist. Ne, aber jetzt wäre halt sinnvoll, wenn hier noch ein paar Metriken dran stehen würden. Also sowas wie, wie viel hat denn beim Rebase nie geklappt? Wie ist denn, ne, und hoffentlich, genau. Ne? Und jetzt müssten wir auch quasi in dem Event, müssen wir mal gucken, in diesem Workspace-Rebase-Feld, da müsste eigentlich jetzt, genau, da steht es quasi auch drin, ne? Welchen habe ich versucht zu rebasen, welcher von wo nach wo sozusagen, und hier steht auch, welche Fehler gab es sozusagen, ne? Warum, ne? Und damit machen wir jetzt halt noch nichts Vernünftiges, ne? Das ist jetzt relativ viel Payload sozusagen, ne? Also, aber das Ziel wäre eigentlich, also auf der Basis könnten wir jetzt sozusagen entweder dem User einen Indikator geben oder sagen, hier, ne, wie willst du das handeln, und das sind jetzt halt alles Sachen, wo wir jetzt gucken müssen in der UI. Das würde nicht funktionieren, genau, weil du nicht rebasen kannst, also das, mal gucken, vermutlich, also bin ich, genau, ne, und das, jetzt sagt er halt, hey, ne, ich verwende, versuche das wieder anzuwenden, genau, ne. Genau, ist jetzt nie hübsch so, aber zumindest, ne, weil du kommst aus der Situation jetzt quasi nicht raus, außer du discardest. Ja. Ne, das ist noch... Das würde wahrscheinlich... Oder im Workspace kannst du noch eine discarden, oder? Hm? Sorry, du hast mehr Sinn. Die Fehlermeldung versteht halt auch nicht hier. Nee, natürlich nie, also, ja, klar. Nee, klar. Ja. Genau. Und du kannst es auch nie... Ja, du könntest jetzt auch nicht nur diese eine Änderung, wobei, doch, das würde gehen, nee, tatsächlich. Genau, das, nee, doch, doch, theoretisch müsste Workspace-Modul gehen, aber ich sehe gerade, da scheint irgendwas ein bisschen kaputt zu sein, also, so Review, ja, irgendein kleines Controller-Problem, okay, also das müssen wir mal angucken, aber grundsätzlich, das Identity Array, ja, der Property-Mapper glaubt, das wäre eine Doctrine-Entity. Ja, warum auch immer, im Routing, okay, gut, kacke, also, das, also müssen wir, also eigentlich ging das Workspace-Modul mal, also ich vermute, da wird nie viel Chef sein, sozusagen, und das, genau, Sachen, was falsch ist, weil sonst wüsste der... Natürlich, also genau, ja, total. Voll, ja, genau, das ne? Heißt, ja, klar, dass das irgendwie das... Ne, und, aber sozusagen, genau, und das sind jetzt so das Level an Änderungen oder von Problemen, wo wir jetzt quasi sind, so vom Flow. Dein ne? Command, den du ausgeführt hast, CR Replay. Ja. Inwiefern hat der hat jetzt ja den Zustand erfunden, dass es jetzt outdated ist. Das war schon vorher im Code drin. Ja, nee, den gab es ja schon. Also dieser Code war ja schon geschrieben. Ich, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ist hier halt ein Foo-Bar in die SQL-Query gelangt. Das war halt ein Fehler in der Projektion. Ne? Ach so, den hast du gerade nur aus Spaß gemacht. Nee, der war im Git drin. Der ist eingecheckt und ich hab, ne, den habe ich offensichtlich am 24.07. reingebaut oder was auch immer. Ne? Also, genau. Du hättest diesen Command CR-Replay gar nicht eben ausgewählt. Naja, doch schon, weil ich will ja sozusagen, ich hätte auch einfach weitermachen können sozusagen, aber ich wollte ja immer wieder diesen, also ne, das ist halt das Vorgehen, was ich habe, wenn ich, also, das, also ich hätte es nicht müssen, das System hätte sich auch selber sozusagen korrigiert, ne, aber ich, wenn ich sozusagen in der Projektion einen Fehler habe, wie jetzt gerade ein Programmierfehler, ne, dann will ich ja immer wieder gucken. Ich hatte gerade eben ein falsches Verständnis, ich dachte, dieser Command, den du gesucht hast, der sollte dazu da sein, irgendwelche Merge-Konflikte zu lösen. Mm-mm, mm-mm. Der war ja nur, weil das Foo-Bar da ausgecheckt hat, dann hattest du damit wieder behoben. Genau, ich konnte quasi jetzt gucken, ne? Ich konnte quasi immer wieder sozusagen bis zu dem Fehler fahren und gucken, also geht's denn jetzt, dabei, geht's denn jetzt. Aber alle Projektionen neu gestellt, oder? Die eine. Achso, weil du ich habe den Workspace angegeben. Ja. Du könntest theoretisch, also ne, ich habe jetzt immer ein Replay gemacht, ich hätte auch ein Catch-up machen können, quasi immer nur das letzte Event probieren können. Ne? Ich habe jetzt immer von null sozusagen alles durchgemacht, aber ich hätte quasi auch einfach nur das letzte halt immer wieder probieren können. Das hätte genauso funktioniert, ne? Also das ist ein anderes Kommando dann, aber ja, genau. Ne? Und das ist so das ja, ne, so kann man so damit arbeiten. Ja. Genau. Ja, das ist lustig, das zu sehen mit diesem Programmierfehler, wie einfach sich man das da rein. Wie auch immer es hier reingekommen ist. Genau. Nee, alles gut.
Ja. Gut, ich will mal die Aufnahme nochmal stoppen. Ich glaube.